damit hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Knusper-Livestream. Jawohl, wir sind heute natürlich aus einem ganz, ganz besonderen Grunde hier. Und zwar öffnen sich heute die Pforten der ersten, nicht der ersten, aber der nächsten Invictus Launch Week. Ja, da bin ich ganz überrascht. Krypto, erstmal vielen Dank für dein Follow eben noch. Hatte ich ja schon in den Chat geschrieben und auch jetzt vielen Dank für dein Prime-Abo. Ja, wir sind sogar 5 Minuten zu früh, aber es ist ja eine Militärveranstaltung und jeder weiß, 5 Minuten vor der Zeit ist es Soldatenpünktlichkeit, nur der Sanitäter kommt 5 Minuten später. Von daher ist das schon ganz in Ordnung so. Und genau wie meinem Char hier auf dem Sofa bin ich mir noch nicht so richtig sicher, wie es mir geht, ob ich entspannt bin oder gespannt bin. Man wechselt sich immer so ein bisschen ab, aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, mit euch die Invictus Launch Week heute genießen zu dürfen. Wir haben noch circa eine Stunde Zeit, ich denke mal eine gute Stunde, bis es planmäßig losgehen soll, bis planmäßig der erste Aussteller seine Pforten öffnet. Das wird heute Anvil Aerospace sein, zu dem wir ja gestern Abend schon den ersten Concept Sale angekündigt bekommen haben, und zwar den der Anvil Legionnaire. Vielleicht hat es der ein oder andere auf dem Channel schon gesehen. Und ja, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich, alle, die jetzt schon da sind. Wunderbar, lasst euch alle drücken. Und ja, ich habe auf jeden Fall was dagegen, wenn man mich mit Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Raumschiff, begrüßt. Ja, Freunde, wir haben, Sinus, da haut da erstmal eine Abo-Bombe raus. Vielen, vielen Dank für die 5 verschenkten Abos. Herzlichen Dank. Mein Gott, das startet ja schon furios. Furios, sage ich euch, liebe Freunde. Das wird wahnsinnig cool. Ja, ich habe mich relativ spoilerfrei gehalten, tatsächlich. Also ich meine, ich habe schon 2 Videos gemacht die letzten Tage. Entsprechend wisst ihr, dass... Ach, der Sitko ist auch hier. Guck mal, der Sitko hat auch ein Abo bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, der Sitko ist auch ein ganz, 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 ganz cooler Star Citizen Dude auf YouTube. Wer da mal Bock hat, schaut auf jeden Fall mal bei seinem Channel vorbei. Auch eine super, super angenehme Art. Ja, wie gesagt, ich habe mich relativ spoilerfrei gehalten. Wie gesagt, es gibt einen, ja, mehr oder weniger Leak. Den habt ihr vielleicht vor, ich glaube, 2 Tagen war es auf dem Channel bei mir schon gesehen. Das habe ich ja mit einem dicken Spoilerschild versehen. Möchte ich jetzt auch noch gar nicht drüber reden. Betrifft sowieso die Veranstaltung, wenn dann erst Richtung Ende. Und ja, das andere ist, wie gesagt, der Konzeptzell der Anvil Legionnaire, über die wir später natürlich auch noch sprechen wollen. Ach, alles altbekannte Gesichter. Amtsstreuner auch wieder hier. Wupp, wupp. Hallöchen. Ja, und wir wollen uns aber jetzt erstmal orientieren, weil ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Also ich weiß theoretisch, ich bin hier in Orisen, auf dem Gasriesen Crusader oder über dem Gasriesen Crusader. Aber ich weiß hier noch gar nicht so richtig, wo ich hin muss. Und da wollen wir uns jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Commodore 16, vielen Dank. Ach, was hat man schöne Erinnerungen an Commodore. Vielen Dank für dein Follow. Ja, dem einen oder anderen wird es übrigens aufgefallen sein, ich bin heute alleine, leider. Ja, meine ganzen Kumpel sind irgendwie alle im Urlaub, ja. Der FC ist im Urlaub, der Bloody ist im Urlaub, der Timme ist im Urlaub, der Weli muss noch arbeiten. Also bin ich im Moment heute mal alleine. Aber ich denke mal, die nächsten Tage, wir werden ja ein paar Streams machen, da wird sich daran auch noch mal ein bisschen was ändern. Ja, weiter möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass meine Klimaanlage im Hintergrund läuft, weil ich hier sonst wahrscheinlich elendig zugrunde gehen würde, weil neben mir dieser Rechner da, der ballert sowas von einer Hitze raus. Naja, ich hoffe, man hört das nicht. Ich habe eigentlich hier meinen Rauschunterdrückungs-Fiddlebums-Dings da an und ich hoffe, dass da auf jeden Fall nichts an Störgeräuschen mitkommt. Sagt mir das gerne, sollte das der Fall sein, dann werde ich die notgedrungen abstellen und werde mir hier, ja, dann vermutlich einen Saunaaufguss machen. Schön. Super, super cool. Ja, dann wollen wir einfach mal aufstehen und schauen mal. Wir sind ja hier in unserem schönen Apartment aufgewacht. Es ist Sonnenschein draußen, Freunde. Das ist auch schon ein gutes Zeichen. Ja, ich war eben schon mal ganz kurz drin und habe nur mal meine Kluft hier angezogen und habe da schon gesehen, dass die Sonne gerade aufgeht. Das war so um 4:30, vor einer halben Stunde ungefähr. Ja, und jetzt sind wir hier und die Sonne ist aufgegangen. Wir haben unser Invictus Launch Week Jacket. Das wollen wir natürlich wieder schön tragen heute. Darunter habe ich mir so ein, ja, leicht grünlich-khaki-farbenes Hemd angezogen, so eine Mischung daraus mit Krawatte und, na, schwarzer Hose, schöne Schuhe. Ich denke mal, man muss sich ja ein bisschen rausputzen hier für die Invictus. Ne, ist ja ein ganz besonderes Veranstaltungsgedönse. Old Magus ist auch da, grüß dich. Ach, hervorragend. So, hier sind wir, Freunde. Hier waren wir schon lange nicht mehr, oder? Hier waren wir schon lange nicht mehr, ja, und,
Die Wolken, das waren ja die ersten Wolken, die wir so gekriegt haben. Mittlerweile haben wir ja auch auf Microtech und auch auf Firsten Wolken, die mir durchaus besser gefallen, muss ich sagen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, weil es geht halt immer noch hart auf die Performance und so gut sehen sie halt gar nicht aus. Und ich muss euch mal was zeigen, da möchte ich mal eure Meinung wissen. Und zwar, wenn man hier bei Grafik die Wolken ausmacht, ich habe sie sowieso nur auf Medium gehabt, also ich finde es fast schöner, muss ich euch sagen. Es ist für die Performance auf jeden Fall wesentlich besser, ja, gleich mal 15 Bilder mehr. Ja, weiß nicht. Also schlecht finde ich das gar nicht. Schlecht finde ich das gar nicht. Ich bin gerade aufgewacht, der muss sich hier noch so ein paar Sachen zurecht suchen und noch ein paar Schemata in die Ordner legen, dass da nicht so ein bisschen Nachladeruckler entstehen und sowas. Aber das würde sich auf jeden Fall zurechtlegen, sodass das dann hoffentlich bald alles wieder besser. Ach, was waren das schöne Lampen hier? Echt schick. Also wie gesagt, schlecht finde ich es nicht, oder? Ohne Wolken. Ich weiß es nicht. Klar, hier Hörsten und Microtech-Wolken wären jetzt noch schöner, aber... Ich bin unschlüssig. Tendiere aber in Richtung, ohne Wolken ist schöner. Mach mal gerade Wolken hier High-Performance-Ultra-Setting. Rocke. Also diese Wolken fressen einfach nur Performance, sonst tun die eigentlich nicht viel. Das ist halt echt schick. Ich weiß nicht. Also ihr könnt es mir gerne mal reinschreiben, wenn ich Wolken wieder anmachen soll. Ansonsten würde ich die jetzt echt mal auslassen. Denn dafür haben wir ansonsten ein wesentlich flüssigeres Spielgefühl. Und das ist doch, denke ich mal, fast mehr wert. So, Dalle. Ach, Freunde, was bin ich aufgeregt, Ja, ich denke mal, hier müssen wir auf jeden Fall runterfahren. Die Invictus wird ja nicht zu uns kommen, also müssen wir zur Invictus gehen. Ja, und wir haben ja heute noch richtig viel uns anzuschauen. Also erstmal natürlich Messegelände. Ich würde mich jetzt erstmal damit vertraut machen, wie man zum Messegelände kommt, damit wir da gleich auf jeden Fall wissen, wo wir hin müssen. Und... ja, dann gibt es ja theoretisch wohl auch noch ein paar andere Sachen zu sehen. Irgendwo soll auch die Flotte wieder oben im Universum rumjuckeln. Das wollen wir uns eigentlich natürlich heute auch noch anschauen. Was heißt eigentlich? Das werden wir uns heute noch anschauen. Und dann würde mich später auch nochmal kurz die Stinger, Scorpios mit dem Stinger Paint, die würden mich noch interessieren. Denn der Stinger Paint soll jetzt auch mit 3.17.1 im Verse sein. Also wir haben noch heute relativ viel auf der Liste. Ja, freue ich mich aber schon. Ja, du findest die Wolken stimmiger? Echt? Ja, so gehen Meinungen auseinander, ne? Also ich mache sie gleich gerne nochmal an, habe ich kein Problem mit. Mit den Medium-Einstellungen geht's halt auch. Ich finde halt dieses Gekrissel echt meh. Und selbst mit Very High hast du immer noch ein bisschen Gekrissel. Und das ist meh. Ich weiß nicht. Boah, was schön hier, oder? Diese Kirschblütenbäume. Ah. So, ich gehe hier schon lang und gucke auf gar keine Schilder. Hier sind ja überall so Schildchen. Ah, ja. Was sehe ich denn hier? Also, wir haben hier die blaue Strecke, das ist die normale Rundstrecke. Wir haben die Probe... Hallo, kann nochmal jemand umschalten, bitte? Vision Center Arisen Crusader. Also Vision Center müssen wir schon mal hin. So, Providence Plattform, August Dunlow Spaceport und Cloud Center. Die grüne Linie unten fährt zum Vision Center. Und die geht vom August Dunlow Spaceport aus. Okay. Und da war noch irgendeine gelbe Linie. Was war die gelbe Linie? So. Inspiration Park. Ach, das ist aber, glaube ich... Ne, Discovery Tour, die geht darum. Da war auch das mit diesen Stormwall-Dingern. Hm, müssen wir später nochmal gucken, ob wir die auch brauchen. Okay. Aber auf jeden Fall müssen wir praktisch von da aus erstmal Inspiration Park. Das geht vom Cloud View Center aus. Okay. Also haben wir im Prinzip zwei interessante Punkte. Einmal Cloud View Center und einmal August Dunlow Spaceport. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zum Spaceport.
Nur, dass wir gleich keine bösen Überraschungen erleben, dass irgendwas nicht funktioniert oder so. Und dann fahren wir einmal Richtung Messegelände und schauen uns das mal an. Und ich mache jetzt gleich nochmal die Wolken an. Denn das wurde sich ja gewünscht. Alle anderen haben sich ja noch nicht geäußert. Also nehme ich mal an, das ist die Meinung von euch allen, dass die Wolken wieder angemacht werden sollen. Schwupp. Ja, und wie gesagt, das geht auch von der Performance. So auf Medium geht das auch. Macht gleich ein bisschen dunkler, ne? Tja. Ja, freut ihr euch alle auf die Invictus. Ich bin ja mal echt gespannt, was wir noch alles für uns bereithalten. Ich hoffe mal, dass das, was man bisher gehört hat, wie gesagt, ich habe mich versucht, spoilerfrei zu halten, nicht alles war, was man hier zu erwarten hat, sondern dass sie sich auch wirklich noch eine Überraschung aufgehoben haben für den einen oder anderen. Ist stimmiger. Okay. Dann lassen wir es so. So. Der Game Sound ist auch so okay, oder soll ich den ein bisschen lauter machen oder leiser machen? Muss ich hier hinsetzen? Schwupp. Guck mal, die haben sogar die Bildschirme hier modelliert. Ja, ist sogar da Werbung für die Invictus. Nice. Ja, es sieht aus, ich weiß. Ich habe nur so eine blöde 3090. Aber okay, ja, wenn es euch nicht stört, ist ja super. Es geht ja darum, dass ihr auch das schönste Erlebnis habt, was ich euch im Moment bieten kann. Und von daher lassen wir das mal so, gar kein Problem. So, also das finde ich schon mal cool, dass wir hier die Bildschirme modelliert haben und hier nochmal die Strecke drauf zu sehen ist. So, also wir fahren jetzt hier zum Augustanlo Spaceport und von da aus dann runter zu diesem Schwarzfahrer. Hallo, ist es Messe? Da ist das gratis. Dass man seine 350R vor der Stadt stehen lässt und dann hier mit dem Öffentlichen fährt. Muss das so? Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Ja, da haben ja viele drüber beschwert. Auch finde ich, wie gesagt, zu Recht, dass man da manche Sachen schon vorher vorstellt. Ich hätte mich jetzt gerne überraschen lassen, was man in den Hallen findet. Aber das ist das Internet, liebe Freunde. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Das wird wahrscheinlich schwierig, sich da spoiler- und leakfrei durch das Verse zu bewegen. Ist ja auch später echt eine riesige Befürchtung, ne, mit Meta-Gameplay und so, dass man Star Citizen halt, ja, selber, also wenig selber erkunden kann, weil halt alle direkt raussuchen werden, was sind die besten Stats, wo sind die besten Punkte, wo kann man die besten Handelssachen machen und so. Ja, man, natürlich kann man jetzt versuchen mit der künstlichen Intelligenz, die den Handel simuliert, jetzt habe ich den Namen vergessen, na verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dass man damit versuchen kann, das dem Ganzen gegenzusteuern. Ich hoffe auch mal, das funktioniert. Quanta, dankeschön. Ja, Quanta war es. Aber naja. So, hier haben wir eine neue Shuttle Station, Cloud View Center. Da müssen wir hin, ne? Genau, Cloud View Center müssen wir hin. Okay. So, nochmal kurz gucken. Also, hier, das ist da. Ne, Cloud View müssen wir gar nicht. Wir müssen Vision Center müssen wir hin. Cloudview Center. Tourism Platform. Vision Center. Da. Da müssten wir nachher drauf, ne? Aber ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Die hatten ja normal immer am Spaceport selbst noch die Drake Defense Con. Deswegen würde ich noch mal ganz kurz hochfahren, ob da irgendwo was zu sehen ist von der Drake Defense Con. Nur, dass wir Bescheid wissen. Ich hoffe, ja, Aegis haut noch irgendwas raus. Ja, Sinos, das wäre natürlich geil. Das wäre cool. Keine Frage. Ich wäre ja auch schon fast mit so einer erweiterten
Javelin-Tour oder Idris-Tour oder sowas einverstanden. Oder halt eine Idris, die nochmal in der Halle steht. Ich fand das so schade, dass sie das nur einmal gemacht haben. Das war echt cool. Kiate, grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist. So. Epische Musik. Ja, das sah wirklich cool aus. Da hast du recht, als die Idris in der Halle stand. War wirklich ein Wow-Moment, ne? Ich habe mir eine Scorpius gegönnt. Gibt es da noch mehr Skins dafür? Das ist eine gute Frage. Wenn gleich die Messe startet, wird sicherlich auch irgendwie was auf der Homepage veröffentlicht. Da werden wir dann mal schauen, was es alles für Skins gibt. Können wir uns gerne heute auch noch anschauen. Ich meine, könnt ihr natürlich nebenbei auch anschauen. Aber ja, hier hinten gibt es die FansCon. Habe ich gar nicht jetzt gerade kommentiert, aber hier gibt es auf jeden Fall Schildchen. Hier haben wir sogar so eine Anzeige, die flackert. Vor dem kleinen Zen-Garten. Jetzt haben sie hier den Chairman's Club rausgenudelt, oder was? Nee. Ah, hier gibt's Aufzüge. Alright. Alright, hier gibt's also Aufzüge zur Drake Defense Con. Okay. Haben die an den Aufzügen gespart? Boah, das Problem ist es auch echt in den Griff kriegen mit dem Streaming, ne? Darf ich da drauf? Ja, okay. Okay, aber hier geht's natürlich noch nirgendwo hin. Ist ja noch keine Defense Con. Haben sie das hier auch nochmal bearbeitet? Sieht gut aus. Wollen aber noch nicht öffnen. Schade. Hallo. Kann man leider nichts machen. Schön, schön. So. Schauen sich auch die ersten anderen um. Oh, der sieht nach einem Kunden von Drake aus. Viel Erfolg, mein Guter. Dauert noch ein bisschen. So, Scorpius fliegt sich sehr gut. Bisschen wendiger sogar, ja. Man müsste jetzt mal schauen, also die soll ja nochmal gebalanced werden. Steht ja wohl noch, oder stand ja auf jeden Fall in den PTU-Patch-Notes, dass sie zu wendig war. Haben sie das mittlerweile anders gebalanced oder wurde die nochmal angepackt? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Alex, schönen Abend. Schönen guten Abend. So, was ist das hier? Ist auch neu, oder? Hat auch irgendwas mit der Defense-Con zu tun. Läuft hier dann ein Video? Aus Sicherheitsgründen müssen sie bitte ihre Brieftaschen an der Rezeption abgeben, oder wie? So, hier können wir die Space Whale kaufen, aber wollen wir ja gar nicht. Okay, also hier oben ist auf jeden Fall die FansCon. Das ist schon mal gut. Skyway Transit. Ja, Scorpio, heute bin ich allein. Alle sind im Urlaub, tatsächlich. Und Veli muss arbeiten und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, komm, mache ich heute mal alleine. Schaue ich mir mal alles in Ruhe an. Und ja. Außerdem habe ich euch doch dabei. Ich bin doch gar nicht alleine. Ja, schade ist, dass der Turret sich nur vom Co-Piloten bedienen lässt. Das ist richtig. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Soweit ich mich erinnere, bei den Q&As von der Scorpius wurde ja gesagt, dass sie den Turret dann später auch vom Piloten aus steuerbar machen wollen, beziehungsweise dann eben nur ja, abfeuerbar machen, aber eben ansonsten fixt. Aber dafür bräuchte man einen Computerblade, ne? Beziehungsweise müsste man einen Computerblade investieren. Das ist ja so ein bisschen die Frage. So, da war Cloudview.
Providence-Plattform. Also ein ganz schöner Umschlagpunkt hier. Da haben wir das Vision Center. Genau, ihr seid bei mir, Gerte. Vielen Dank. So, Vision Center. 24 Sekunden. Die haben wir doch noch Zeit. Da kommt auch schon der Shuttle. Ich glaube, es heißt richtig der Shuttle, ne? Ich würde immer sagen das Shuttle, aber es ist, glaube ich, falsch. Das ist genau wie mit Level. Das heißt der Level und ich sage immer gerne das Level, weil sich das für mich irgendwie sinniger anhört, aber es ist falsch. Ja, guten Abend! Please clear the hatch. Shuttle will be departing. So. So. Wir setzen uns. Erste Reihe. Und schauen mal, wo die Reise hingeht. Ja, das hat schon was hier mit diesen Shuttles. Moin, Snake. Moin. Ah, Leute. Und bin ich gespannt. So, wo fährt er denn jetzt mit uns hin? Ich bin zu aufgeregt, ich muss mich mal hinstellen vorne. Sich schon mal dran gewöhnen, dass keiner am Steuer steht. Dann geht bald alles dahin. Die ganzen Öfis, die fahren bald alle hier, ohne Menschen dran. Wart mal ab. Jetzt geht's aber weit raus. Haben sie ja gesagt, dass sie das wohl außerhalb der Stadt machen wollten, aus Performancegründen. Halte ich auch für schlau. Ui. 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 Habt ihr das Feuer gesehen? Das war cool. So, und da haben wir unser Vision Center. Aha. Eine ganz neue Umgebung. Sieht cool aus. Hat auf jeden Fall Star Wars Vibes. Wer hat das gesagt? Invictus Launch Week 2952. Whoop, whoop. Also den Stil von Arisen mag ich ja total, ne? Diesen ganzen Blütenblättern überall und so. Die Architektur hier, ne? Mit den Dächern so. Was ist dir gleich noch das FPS? Was für ein FPS-Event? Ich, wie gesagt, habe mich nicht gespoilert. Ich weiß nicht. Haben die da irgendwas zu gesagt, angekündigt? Habe ich irgendwas überlesen? Ich dachte, wir sind hier auf einer Messe. Ui. Oh, dich haben sie fest zementiert. Oh, den auch. Ah, das ist blöd. Aber ihr seid hier, um zu helfen, ja? Kümmert ihr euch um die beiden? Das wäre gut. Danke. Fällt mir echt gut.
Clips, ne? Wahnsinn. Ja, es gibt auf Arisen eine neue Plattform, wo geballert wird. Ich glaube, die Ninetales sind da. Was waren die Ninetales denn bitte hier? Das ist eine zivilisierte Veranstaltung mit überhaupt und alles. Ja, dann, okay, also, wenn es das gibt, klar, dann gucken wir uns das auch noch an. Müssen mal gucken, wie gut wir heute durchkommen. Aber erstmal machen wir Messe, würde ich sagen, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Scorpio, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo. Ja, die F7A. Die müssten wir ja heute auch sehen, ne? Das Bild bewegt sich sogar ein bisschen. Details. Ist schon schön gemacht. So, Entranze. Dann nehmen wir mal den Eingang, bis wir einen besseren finden. Invictus Launch Week. Ei. Okay, das ist cool. Man hat halt doch wieder einen Wiedererkennungswert, aber es ist trotzdem anders. Es ist trotzdem anders, hier oben mit diesen ganzen Bäumen drumrum, so offen gestaltet, viel Glas in der Decke. Aber wir haben eben auch unsere Elemente, beispielsweise hier das Kunstwerk, hier soll man sich ja auf die Fußabdrücke stellen. Und dann bietet er einem hier, oder reicht er einem die Hand. Sehr cool. Ja, also ich muss auch sagen, Scorpio, flüssig ist definitiv. Ich kann mal gerade gucken, wie viele Bilder habe ich. Gerade habe ich 40. 40 Bilder, das ist okay. Da kann man mit arbeiten. Ich spiele halt auch in 4K. Stream ist natürlich nur in Full HD, aber ja. Bin da durchaus zufrieden mit. So, hier haben wir noch den Klamotten-Shop, den Souvenir-Shop für die Origin Jumpworks, Consolidated Outland, Crusader Industries, Aegis Dynamics, Shirts, UEE Navy Recruitment Center. Die Leinwand sieht so aus wie die von der Drake Defense Com, ne? Die wir da oben gesehen haben. Also wird da vermutlich dann auch sowas hier irgendwie draufstehen, nur halt nicht UE Navy Recruitment Center, sondern wahrscheinlich irgendwas anderes von Drake. So, sie haben es wahrscheinlich immer noch nicht so gemacht, dass man hier Tickets kaufen muss, ne? Was ich halt echt cool fände. Dass die Aufzugstüren praktisch nur aufgehen, wenn man ein Ticket hat. Nee, hier kann man leider nichts tun. Jetzt so ein Badge auf dem Arm. UE Navy. Sehr cool. Hier sind ja nochmal auch immer so kleine Spoiler eingebaut. Diesmal haben sie sich hier aber auf die Scorpios beschränkt. Eieieiei. Ja, wenn der Stachel oben mitschießt, dann... Ach ja. Also ich bin ja echt nicht sicher, wie es ist mit der Performance nachher von der Scorpius selbst. Also ob die eben wirklich im Kampf dann gut performt, wenn sie denn gebalanced ist und so ist, wie sie sich CIG vorstellt. Aber eins kann man ihr nicht absprechen, dass sie sau cool aussieht, ne? Also eigentlich müsste man die einfach nur behalten zum hier so Canyon-Flüge machen und sowas. Na, das ist schon... Ist schon schön. Wir noch mal gerade in den anderen Shop. Lamongo, vielen Dank für dein Follow. Auch ein schöner Name. So, Argo Astronautics haben wir hier. Dann haben wir hier noch Anvil Aerospace.
Auch nicht schlecht, ne? Da haben wir nochmal Aegis, die sind doppelt. Und Robert Space Industries. Da kann ich schon mal ankündigen. Wir haben zwar gerade erst angefangen mit unserem jetzigen Stream, aber der nächste Stream, der wird stattfinden am Sonntagabend, 18 Uhr. Da schaltet nämlich dann die nächste Messehalle auf Einlass. Ich denke mal, das ist Aegis Dynamics. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ich glaube schon. Und an dem Sonntagabend, da werde ich nochmal ein bisschen was verlosen, meine lieben Freunde, nicht wahr? Und könnt ihr euch eventuell vorstellen, was das sein könnte? Ja, Freunde, das wird eine RSI Scorpius. Die werde ich verlosen mit LTI und Game Package. Von daher, wenn ihr Bock habt, dann markiert euch das schon mal rot in eurem Kalender. Sonntagabend, 18 Uhr. Beim Knuschbottel in den Stream reinschauen. Gell? Das wäre schön. Gut, ja, da hinten geht es dann zu den Aufzügen. Im Moment haben die ja noch zu. Von daher würde ich sagen, wir haben ja noch 35 Minuten Zeit. Die warten wir jetzt hier nicht, sondern wir fahren nochmal weiter und gucken nochmal vielleicht am Cloudview Center, wo die andere Strecke dann noch hingeführt hat. Ja, Kiate, da hast du recht. Eine Flügelposition fehlt noch, zusammengeklappt und nicht nach hinten gefahren. Das stimmt. Konnten ja die X-Wings auch, ne? Aber die konnten, glaube ich, nicht nach hinten fahren dafür. Von daher, vielleicht ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Aber sowieso mit den Animationen, da müssen sie noch mal was machen. Aber ich glaube, dass das auch das kleinere Problem wäre, das später noch ja, abzuändern. So, 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 so. Hier haben wir anscheinend nur ein Shuttle oder eine Shuttle-Position, an die wir oder zu der wir zusteigen können. Shuttle Arriving, so kleine Details, ne? Dass das dann von blau auf gelb umschwenkt und das da vorne anfängt zu blinken, so nach dem Motto, oh, aufgepasst, jetzt geht's gleich los. The next shuttle is approaching the station. Sogar noch mit Ansage, Leute. Wenn das mal funktioniert, ne? Das sagt man in jedem Stream irgendwie, aber wenn das mal funktioniert, dann ist das ganz großes Kino, ganz, ganz großes Kino. Ah, ja. So, wie lange bleibt's hell? Ich glaube so 2 Stunden circa, ne? Das heißt also, müsste eigentlich so um 7 Uhr oder so nochmal dunkel werden hier. Mal schauen. So, wo führt uns denn jetzt die Reise hin? Das ist cool, ne? So unter Plattformen durchtauchen, das ist cool. Es gab ja auch einen richtig coolen Letter from the Chairman, muss ich sagen, von Chris Roberts. Ich glaube, wann kam der raus? Vorgestern Abend, glaube ich. Das macht ja auch absolut Lust auf mehr, was man da drin gelesen hat. Muss nochmal schauen, ob ich dazu nochmal irgendwann nach der Messe ein Video mache, wo ich alles zusammenfasse. Aber das werden die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon gelesen haben. Also die Kerninhalte des Briefs. Aber super, super interessant. Es wird einiges auf uns zukommen, Freunde, in Ende diesen, Anfang nächsten Jahres und bis dahin. Nicht die Fenster anpatschen, richtig. Naja, okay, wir sind back in business. Wir sind back in business und können uns dann mal so ganz langsam, denke ich mal, aufmachen Richtung unserer Messehallen. 20 Minuten geht's los. Ich denke mal, wir brauchen jetzt noch so 10 Minuten bis dahin, wenn wir gemütlich gehen. Dann gucken wir uns das mit dem VIP, nicht mit dem VIP, mit dem FPS-Gedöns da ein bisschen später an, wenn das das ist, wo wir dann auch hinfahren. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was sonst noch so da sein sollte.
Aber schauen wir einfach. Hä? Sind die nicht normalerweise grün, die Displays hier? Okay. Okay. Boah, ich fäng's Gewittern gerade an. Okay. Nee, ich habe nie in Hamburg gewohnt, tatsächlich, Kiate. FC kommt aus der Ecke. Vielleicht verwechselst du das damit. Ich bin gebürtig eine Galgio und danach bin ich irgendwann in die Nähe von Trier gezogen, also ganz Westen Deutschlands. FC kam aus Hamburg. Ich kann noch mal ganz kurz im Showroom gucken, ob da steht da mittlerweile die Ares drin. Wir hatten neulich noch mal geguckt irgendwann im Stream in 3.17. War das 3.17 schon oder war das 3.16.2.1? Gab es 3.16.2? Ich bin überfragt, keine Ahnung. Wir gucken mal ganz schnell da rein. Die paar Minuten haben wir noch. Knusper, was glaubst du, warum CIG kaum noch Trailer zu neuen Raumschiffen macht? Im Geld kann es doch eigentlich nicht liegen. Findest du, dass sie das kaum noch machen? Also, man darf ja nicht vergessen, die machen das nur zu Flight-Ready-Raumschiffen, ne? Oder Fahrzeugen. Nicht zu Konzeptschiffen. Bei Konzeptschiffen eigentlich nur zu ganz besonderen, wie zum Beispiel die Kraken. Aber ansonsten standardmäßig gab es das immer nur bei Flight Ready werden. Glaube ich. So möchte ich mich erinnern. Den Aufzug nehmen wir nicht, der geht direkt in die Hölle. Ja, ist schon besser. Wir sind am Ruf. Ich fahre mal aufs Dach. Das ist neu, oder? Chairman's Club. Das bin ich. Hallo. Voll cool. Ja, machen im Moment genügend Content-Creator-Videos über Schiffe, das ist schon richtig, aber an die Qualität kommen nur wenige ran, die Cloud Imperium da rausgesucht hat. Also beispielsweise dieses neue Sandstorm-Video, was von der Community gemacht wurde, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber die Render-Trailer von SC, die sind schon ganz, ganz großes Tennis. Was haben wir denn hier? Eine Krankenstation oder sowas? Note. Hallo? Party und so? Mit denen? Der ist, glaube ich, ganz hinüber. Das. Wahnsinn. Ja, der Weli hat mich gerade angeschrieben, dass der noch im Teamspeak wäre und wir könnten ihn theoretisch mitnehmen zur Messe. Das könnten wir eigentlich gerade mal tun. Dann sind wir eigentlich passend zu 18 da. Eine Sekunde mal kurz. Ich mache mal eben meinen Teamspeak an.
Kommt dem Geballer näher, okay. Das ist interessant. Channel switched. Moin, Willi. Moin. So, wir sind schon live drauf. Ich benenne mal eben den Channel. Okay. Channel und ja, magst du dann ins Spiel kommen? Ja, bin gerade dabei. Moment. Ja, ich bin hier auf den Spuren von irgendeinem Geballer, schreibt Sinos. Ich bin hier irgendwie auf das Rooftop von dem Showroom, Crusader Showroom gefahren. Und hier sind neben Chairman's Club gemütlichen Stühlen irgendwelche Krankenstationen mit toten Leuten. Und das ist eine gesunde Mischung, die wir hier finden. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja. Ja. So, ich habe seit einer Minute Feierabend erstmal ein bisschen akklimatisieren. Sekunde mal. So. Also, dein Server ist voll. Okay. Aber ich versuch's weiter. Bleib ruhig, ne? Alles gut. Ich bäm den, bis ich draufkomme. Mach den kaputt. Moin, Nuss. Kaputt. Moin, Amtsstreuner. Grüßt euch. Okay. Machen wir denn von hier aus hin? Theoretisch. Das hier ist. Ach du Großgüte, was ist denn jetzt? Sieh hier über Leichensäcke. Achso, da oben bist du, okay. Gar nicht Messe oder was? Erstmal? Ja, ich war in der Messe. Ich hab gedacht, ich mach jetzt hier gute Laune, aber irgendwas ist hier gerade passiert. Jetzt sind hier Leichensäcke. Da liegen da überall Menschen. Alle tot. Oh Gott. Ja, los, so fängt's an, genau. Hey. Das Areal, diese drei Plattformen, ne? Die sind gigantisch groß. Mhm. Locker insgesamt 10-mal so groß wie alles andere von Orison. Hey. Okay, und das sind jetzt die Leichenhallen von Orison, oder wie? Also da, ja, jetzt ist es ja eigentlich kein Spoiler mehr, oder? Ja, also nö, ich denke nicht. Wir wissen, dass es um irgendeinen Geballer geht. Das steht, ja, hat es Sinos gesagt. Ja, also grob gesagt haben die Ninetales halt diese Plattform da erobert, ne, oder angegriffen, und die muss man halt zurückholen. Das kann man tun. Willst du erst das machen oder willst du erst auf die Messe? Wir machen erst die Messe und danach machen wir dann jenes, beziehungsweise gucken wir mal, wie dann die Zeit ist, weil ich würde auf jeden Fall auch noch gerne heute Flotte sehen. Mal schauen. Ja. Ich glaube, wir kriegen hier auch genug Programm für. Ui, lustiger Aufzug. Ah, jetzt rennt er da rein. Mehr als eine Session. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir machen ja jeden Abend weiter. Also nicht jeden, aber jeden zweiten Abend weiter. Ich wollte mal ganz schnell noch im Crusader Showroom gucken, ob da jetzt eine Ares drin steht. Und dann. Ja, hast du noch Zeit. Genau. Und dann fahren wir weiter. Easy peasy locker. Ja, ich glaube, es hat sich eben meine Netzwerkkarte verabschiedet. Ich bin nämlich eben schon mal rausgeflogen. Ganz komisch. Okay. Ich benenne den Channel hier mal um, oder? Ich habe ihn doch umbenannt. Achso, hast du schon. Okay, gut. Alles klar. Ja. Ah ja, jetzt steht hier auch eine Ares. Perfekt. Immer diese Raver, genau. So, 2,85 Millionen Dollar. Nee, nicht Dollar. Alpha UEC kostet das Ding. Das ist schon nett. Das Erste, was ich mir jetzt mal hole, ich habe immer noch nichts gekauft hier zuletzt, ist ein Rock. Boah. Ja, steht hier bestimmt gut. Naja, passt zu meiner Karte, ne? Und erweitert meine Gameplay-Möglichkeiten. Nee, Rock wegen Rock, weißt du? Ah. Steht hier bestimmt gut. Ah, jetzt verstehe ich. Ach. Gut, okay. Dauert immer ein bisschen länger bei mir. Nee, ich hatte keine separate Netzwerkkarte, die war auf meinem Mainboard drauf. Also auf meinem Mainboard sind zwei Netzwerkkarten. Aber eine 10 Gigabit, also 10G-Karte, das ist die schnellere, und eine kleine, langsamere, 2,5G, glaube ich, irgendwie so. Und an der 10G hängt aber das Netzwerkkabel. Das heißt, wenn ich da jetzt die andere auswähle, wird das nicht viel bringen, weil da kein Netzwerkkabel dran hängt. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, hinter den Schreibtisch zu kriechen. Von daher nehme ich jetzt die WLAN-Karte. Die ist auch auf dem Mainboard, aber die scheint zu funktionieren. Sonst würden wir uns ja jetzt gerade hier nicht sehen. Was halt so vom neuen Letter from the Chairman? Also ich finde ihn positiv. Was ich schade finde, ist, dass es immer noch keine neue CitizenCon geben wird. Kann ich aber irgendwie auch nachvollziehen. Natürlich haben wir auch gemerkt, dass die Patches zu spät kamen oder später kamen.
hat ja auch, ist ja auch ein bisschen drauf eingegangen und damit ist CIG nun wirklich nicht alleine, ne, dass sich Sachen verspäten. Das war dann halt einfach so, aber gut. Aber dass das PES, das Persistent Entity Streaming, funktioniert intern und wir das sehr lange testen werden, finde ich sehr, sehr, sehr positiv. Ich meine, das muss so komplex sein anscheinend, ne, dass sie ja gesagt haben, 3 Monate Testphase, aber gut, wenn das nötig ist, dann ist das halt so. Ja, also ich bin ganz angetan, muss ich zugeben. Ja. Da kommt auch gleich noch ein Text von mir auf GameStar. Ah, cool. Ist wieder für GameStar geschrieben? Jo. Nice. Ja, also nur so eine Meinungsbox. Die hatten mich gefragt, ob ich so eine kleine Meinungsbox verfasse. Mhm. Bist du mittlerweile auf dem Server? Weil sonst sollten wir jetzt noch einmal... Ja, ich bin am Airport jetzt, also am Spaceport. Du bist schon einen Schritt voraus, wunderbar. Dann ja, ich warte hier auf dich. Die Performance hier auf der Hauptplattform ist echt immer noch relativ mies. Mhm. Für mich jedenfalls. Ja, also ich muss auch sagen, mir hat der Letter from the Chairman auch gefallen. Im Grunde kann man ja nochmal grob zusammenfassen, wird halt 3.18 nicht wie angekündigt erscheinen, sondern eigentlich da, wo 3.19 erscheinen sollte. Dafür kriegen wir aber an Platz von 3.18 eben ein 3.17.2, auch mit neuen Inhalten, neuen Orten und so weiter. Mit 3.18 kommt dafür aber dann eben wesentlich mehr Veränderung, vor allem eben diese Sache mit dem Reinstreamen von Gegenständen und eben diesem, wie hast du es eben genannt, PES, ne? Ja, Persistent Entity Streaming. Entity Streaming, genau. Das heißt also, wenn ihr irgendwo einen Gegenstand fallen lasst, dann wird der an diesem Ort eben gespeichert und bleibt auf jeden Fall da, wo er war. Bisher ist es ja so, dass ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, eine FPS-Waffe oder so, wenn ihr die aus eurem Inventar rauszieht, zum Beispiel ins Schiffsinventar rein, dann wird die im Schiffsinventar gespawnt. Wenn ihr die aber im Schiff einfach fallen lasst auf dem Boden, dann wird die eben nicht gespeichert. Und das wird sich dann zukünftig ändern mit diesem Entity Streaming. Und ja, fand ich ganz interessant, was sie dazu gesagt haben zum Thema Vermüllung, ne? Dass sie dann auch drüber nachdenken, Crime-Stats einzuführen für Vermüllung und dass es dann eben auch so eine Art Aufräumroboter oder irgendwelche anderen Arten gibt, dass eben solche leeren Flaschen und sowas alles weggeräumt wird, damit die Sachen halt nicht ewig liegen bleiben. Ja, das ist groß. Vor allem, wenn sie das 3 Monate testen, kann man schon fast hoffen, dass danach so ziemlich alles physikalisch sein wird. Ja. Ja. Da kommt noch der Artikel, der ist noch nicht draußen los. Also ich habe, nur eine kleine Meinungsbox, nicht den Artikel. Boah. Ich kenne den Peter ganz gut, den Redakteur, also ganz gut, halbwegs. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht so eine kleine Meinung dazu abgeben will und Gutes. Also nichts allzu Wildes. Irgendwann heute Abend müsste der Artikel kommen. Nichts Großes. Ja. Ich stehe schon hier vorne, Willi. Ach so. An dem Raumschiff. Also okay, der Stream ist ein bisschen delayed bei mir. Okay, alles klar. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, 3 Monate bleibt das dann vermutlich bei euch. Und dann soll ja auch für die Evocatis frühestens Ende Q4, eher Q1 nächsten Jahres, die Version 4.0 kommen mit Pyro und Server Meshing, ne? Erste Version. Und das wollen sie eben auch testen. So, aber man sieht auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen wieder einen Horizont und weiß, alles klar, da geht es eben in diese Richtung, geht es eben weiter. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht unbedingt evil darüber, dass 3.18 eben ein bisschen nach hinten gewandert. Wenn es dann wirklich dafür einen Plan gibt, dann bin ich wirklich echt entspannt, was das alles angeht. Ich mag halt nur nicht dieses, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, bleibt mal cool, wir sagen euch irgendwann Bescheid. Ja, genau. Ja, das ist irgendwie scheiße, Okay, aber das klang schon sehr durchstrukturiert, was er das alles vorhat. Also da war schon ein sehr klarer Plan dahinter. Ja. Super, Immersion Killer. So ein Russe, der eine Frau spielt, hervorragend. Oh Mann, ey. Wie können wir das ausmachen? Geh weg! Wir können das mit der Kommunikation. Vor allem so im Shuttle, weißt du? Spring raus, hau ab, weg. Ja, das mache ich auf Live ja nie, ne? Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Auf PTU spiele ich ganz gerne eine Frau, aber was das Citizen geht einfach, wenn es um Live geht und um lang nach hinten hinaus geht, so sehr um Immersion einfach, da wäre es dann einfach falsch. PTU mache ich das gerne. Wir haben die Wolken, die sehen echt immer besser aus, ein Stück weit. Ja. Meinst du nicht? Nö. Okay.
darüber gesprochen haben. Ich hatte eben schon mal gesagt, mir gefällt tatsächlich Arisen besser ohne Wolken. Also ich mache die eigentlich ganz gerne aus. Aber es ist Geschmackssache. Boah, ich mach die mal auf Mittel. Ja, doch nur die eine, wo wir jetzt durchgefahren sind, hier dieses Flicker da, das nervt immer noch, ja. Also wenn das die Microtech-Wolken wären, ne? Gar keine Frage, dann gerne, aber ja. Hier weiß ich nicht, warum man die jetzt im Moment unbedingt drin behalten möchte. Nee, das verstehe ich auch nicht so ganz. Alles in allem, meine ich, ja klar. Ich habe es gerade gesagt, die sehen besser aus, aber die eine, wo wir durchgefahren sind, meinte ich halt, so alles in allem, ja. Nicht so der Brüller. Genau. Mal gucken, ob sie jetzt hier Musik haben, das finde ich ganz cool, aber ich bezweifle es, ja. Nee, weil das hat für mich jetzt immer so ein bisschen gekillt, weißt du? Da kommst du hier an, Riesen-Location, total eindrucksvoll und kommst von einem unglaublich guten Soundtrack, einem der besten, den ich kenne, und hier dann so, Gott. Weißt du? Hast du denn jetzt hier Musik? Nee, eben nicht. Das ja, ich auch nicht. Okay. Das meinte ich ja. Ich muss auch sagen, es ist eine sehr geile Location hier, aber an die Area 18 kommt die nicht ran. Weißt du? Nee, mit diesen großen Holo-Statuen, wo du durchgefahren bist. Ja, das war so richtig episch halt. Ja, und als du da ankommst, war dann überall Luftballons und du hattest da diese Tafeln, wo die Geschichte stand und all sowas. Also das war schon... Ja. Das war schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Dies stimmt, dies stimmt. Mal gucken, wo sie nächstes Jahr sein wird. Obwohl noch, Also in Pyro wohl kaum. Ne, ne. Das Launch Week in Pyro wäre irgendwie komisch. Dann nehmen wir mal kurz das System ein, um das Ganze abzusichern. Oh, der mir Chip, die sind so gut hingekommen. Aber wenn ich bei dir auf dem Stream sehe, wie ich hier, ich laufe ganz normal, dieselbe Geschwindigkeit, wie ich hier so rumhoppel und zappel, ne, das ist echt, ja. Da sollen sie mal dran gehen. Hoffentlich kommt das demnächst irgendwann. Das mit Tim ist nicht da, ne? Ja, Tim ist im Urlaub. Vladi ist auf der Motorradtour, auch im Urlaub. Und FC ist bei seiner Freundin, ist auch im Urlaub. À mon avis, je pense qu'il a juste une compte, c'est bugué. Ja, auf jeden Fall. Kann man das irgendwie ausmachen? Ja, ich glaube schon, warte mal, ich meine schon, warte mal, Options. Alter. Ich hab's. Connector Audio Channel oben rechts. Ja. Raus. Alter, oder so geht auch. Brüllt der einem da auf Französisch das Ohr kaputt. Warte mal, Französisch. Oh komm, wir machen das Foto kaputt. Komm, los! Ja, genau. Oh, le baguette. Au Schenkel. Oh, oh. Warte, ich geh auch mal hier aus dem Audio-Channel raus. GG. Alter. Schon crazy. Aber trotzdem coole Aktion. Ja. Freu mich drauf. Wenn du jetzt gleich einen Aufzug gehst, dann rennen die dir alle hinterher und du stirbst. Wetten? Ja, ja. Weil wir müssen ein bisschen aufpassen, dieses Aufzug schubsen, ne? Ja. Das ist wohl schon noch da, aber maßgeblich auf New Babbage anscheinend. Also nicht zu gierig sein. Nee, also ich würde jetzt sowieso mal warten, bis die sich hier alle ein bisschen verdünnisiert haben. Die werden ja, denke ich mal, wenn es dann offen ist, alle in die Aufzüge sprinten. Da sind schon noch ein paar nervige Bugs dabei. Also das, dann, Schiffe duplizieren sich recht oft im ASOP. Nicht die du für echt Geld gekauft hast, aber alle anderen. Und was hatten wir noch? Oh Leute, macht doch mal locker, ey. Jetzt sind wir so hektisch alle. Einige Terminals bleiben einfach schwarz, zum Beispiel auf ARC-Station oder das CBD. Ich höre den immer noch. Warte mal. Jetzt bin ich auch wieder am Audio-Channel connected, warum auch immer. Mach das aber das Hauptmenü aus. So. Ja, der Plan, wie geht das? Ich mache jetzt einfach Menü, kommst VoIP, ne? VoIP Audio Volume schraube ich jetzt einfach komplett runter. Hoffentlich klappt das. Gucken, wo wir hier Getränke kriegen. Ich hoffe, da ist nochmal so ein Getränkestand, weil ich habe schon ein bisschen Durst. Nach hinten hinaus denke ich schon los. Also laut Lore gehören da 3 Landezonen auf Area 18. Auf Arcop.
bei Area 18 schon die Hauptlandezone ist, aber es soll auch noch zwei andere geben, laut Lore. Ja, ich denke mal, später kommt da noch mehr. Mhm. Wir könnten ja auch mal jetzt hier, warte mal, so. Dam. Ah, da. Warte mal. So. Ich habe dir mal ein Party-Invite geschickt. Ja. Okay, dein Marker verfolgt dich nicht wirklich, aber... Ah, doch, jetzt. Alles klar. Ich würde sagen, so bis 2 nach 3 nach warten wir einfach mal, oder? Mhm. Weil... Ja. Ja, die größte Neuerung haben wir anscheinend dann doch schon gestern Abend gesehen. In dem... doch recht überraschend kommenden Konzept-Sale von der Anvil Legionnaire. Hast du dich darüber schon ein bisschen belesen, Willi, oder ist das noch Neuland für dich? Naja, also es ist halt ein Docking-Boarding-Ship, ne, mit Hacking. Und genau. Das weiß ich, so das Wichtigste. Aber ansonsten weiß ja, ich bin nicht so der Schiffstyp. Ja, ja. Hm. Hast deine Avenger Titan und damit bist du glücklich. Hey! Alter! ja, cool. Kurze also. Erklärung für den Chat, der geht mir immer damit auf den Sack, der Knusper, ganz ehrlich. Ich habe eigentlich nur eine Cutie Black. Ich habe nur die Avenger Titan, weil ich die geschenkt bekommen habe, aber von CIG und die hat keinen steuerlichen Gegenwert, also kann ich die auch nicht upgraden, einschmelzen oder sonst irgendwas. Ich habe sie einfach, weil ich sie haben muss. Ich bin dazu verdammt, dieses Schiff ewig in meinem Inventar zu haben. Ich habe sogar ein Ticket geschrieben, dass ich das nicht haben will. Ist mir einfach egal. Genau, so ist es. Ja, genau. Breaching and Boarding. Ne? Das sind so die Aufgaben von der Legionnaire. Also sprich nicht nur das Boarding selbst, sondern eben auch das Aufhacken und Aufbrechen von solchen Docking-Schleusen. Schon interessant. Ja, ich würde sagen, hier ist jetzt relativ Ruhe. Mal gucken, wenn wir den Aufzug anfordern. Ja. Oder die stehen da drin und fahren nicht runter. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein, ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, da ist auch was. Ja, okay, gut. Convention Hall. Convention Hall. Das spricht aber dafür, hatten die diesmal 2 Aussteller jeweils an einem Tag? Ja, okay, schauen wir erstmal. Also auf dem Plan steht einer heute. Ja, für heute, ja. Hello and welcome to the Invictus Expo Hall. Celebrated since 2541, Invictus gives the public an opportunity to see the latest and greatest additions to the UEE Navy fleet. Es klappt wenigstens schon mal. Ja. Ever want to see what life is like aboard a capital ship? This year's Invictus is offering a rare opportunity to explore an active duty Javelin destroyer. Javelin kann man sich also noch mal angucken. Get an inside look at some of your favorite manufacturer's ships. Check the daily schedule for directions. Nein. Please consult our maps to take advantage of all the exhibits this year's Invictus has to offer. Be sure to check back every day to see the full lineup of ships and technology now available to the UEE Navy. Ich kann's lieben, so cool. Navy would like to thank our private and corporate partners for making this year's Invictus the best. Ja. Stimmt, aber ich freue mich schon, dass er spawnt. Ja. Habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht drauf geachtet. Viele größere Titan-Fan, aber zu bescheiden ist zuzugeben. So sieht's aus, Hans-Streuner. Hans-Streuner, halt die. Der Invictus-Trailer ist ja mal episch. Oh, ah, gibt einen Invictus-Trailer. Habe ich auch noch nicht gesehen. Der wird wahrscheinlich gerade erst. Kurz rauszutappen, willst du überhaupt, oder? Könnten wir. Problem ist nur, ich werde jetzt hier die... Ah doch, Hintergrundgeräusche werden ausgeblendet. Warte, gut. Habe ich alles vorbereitet, ne? Ich habe hier alles vorbereitet. Hat er vorbereitet. Eine Sekunde. Sound ist kurz vom Game weg. Oh, das sind sogar 2 Videos. Oh. Ah. So, Fangen wir mit Celebrate Greatness an, ne? Celebrate Greatness, so ist es. So, ich bin bei 0 und schalte jetzt mal das Bild um. Okay, sag du. Mhm. Okay. 3, 2, 1, go.
greatness. Warte, ich muss nochmal einmal neu machen, weil der hatte keinen 4K. Sorry. Okay, alles gut, 3, alles gut. 2, 1, go. Greatness begins as a mere spark. We. Forged in conflict. Shaped by unity. The armistice has been signed. Ready to go, Zeus 1? Driven by progress. It is strength, grit, triumph. That greatness is in all of us. Standing together. United in purpose. Nice. Darf ich zusammenfassen? Ja. DRG hat einfach zu viel Kohle. Und noch, sollen wir noch den zweiten eben? Oder wie hätte ja, kann man machen. Ja? Okay. So, weil bin bereit. 3, 2, 1, go. Murray Cup Rennstrecke sein, oder? Ich vermute mal. Dunlow Derby, okay. Ach so, die haben noch, ach, das ist doch cool. Das ist doch ganz witzig, so ein nettes kleines Side-Gimmick halt. Ne, dass sie so ein kleines Rennen mit eingebaut haben. Ja. Das klang schon ganz cool. Warte mal. Ich hab hier gerade das nächste Video laufen. So, bin wieder da. Jo, Bannon, ja, genau. Voll die Cheater. Ja, nee, nice. Also das war ein schöner Trailer. Sehr episch, ne? Start der, der Zeus, womit alles angefangen hat von Robert Space Industries. Und dann geendet praktisch in F8 und der UEI-Flotte. Nice. Ich würde mir halt wünschen, die würden auch tatsächlich mal bei den Locations auf dem Planeten mal vorbeifliegen mit der Flotte, weißt du? Ja, absolut. So als Flyby. Das wäre echt cool. Weil es ja jetzt hier, hier unten Docking gibt halt, ne, in Orison. Ja, stimmt. Hello and welcome to the Invictus Expo Hall. Nice. Okay, da war der Spartan-Trailer. Also Trailer können die Jungs einfach, ne? Genau. Das ist von der Ballista, der Trailer. Ja. Auch nice. Ja, dann gehen wir mal Richtung nach oben, oder? Jo, machen wir. Hier haben wir noch das Recruitment Center. Das kennen wir aber, glaube ich, auch vom letzten Mal schon so.
Die Displays sind cool, die dahinter stehen haben. Also der Anfang, Noah, natürlich von dem ersten Trailer, das war natürlich gemacht, ne? Aber der zweite Teil, ja, das war definitiv nicht nur in Engine, sondern auch in Game. Und der zweite Trailer war komplett in Game. Also im Game im Sinne von, das haben sie zwar, glaube ich, nicht gespielt selber, aber da war nichts drin, was es nicht jetzt schon könnte oder wozu es das Potenzial jetzt schon hätte. Also noch nicht hätte. So rum. Welcome to Launch Week 2952. Guck mal, ob sie denselben Aufbau haben wie letztes Jahr. Mhm. Auf jeden Fall ein Kaffeestand, da muss ich gleich mal hin. Mal schauen, ob sie den Kaffee-Typen hier auch drin haben, dass der... Gucken, ob ich an der fliegenden Dosen hier grabbeln kann. Ah, nee, leider nicht. Aber ich glaube, das ist nicht der klassische, richtige Kaffeestand, oder? Vertane Chance, oder? Eigentlich schon, ja. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, das Ganze zu testen. Ja. Invictus Launch Week is a great opportunity to see your taxes at work. As members of the Empire, it's your right to inspect the latest acquisitions of the UEE Navy. Ich finde das immer so geil. Mhm. Wenn du eine Dose austrinkst, die einfach eiskalt auf den Boden wirft. Ja, komm. Hier, stell mal wieder hin. Halt mal ein bisschen Ordnung hier. Hier will nicht so richtig. Machen wir einen Kühl bei. Ich glaube, das geht besser. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Ne? Ich habe jetzt meine Passion gefunden hier. Ja, mach das mal. Ja, einer muss es ja tun. Genau. Und dann doch der in dem schicken weißen Militäranzug. Oh, bitteschön. Ja. Will ich werfen. Ey, räum das weg. Hopp. Hilft dir hier schon und ne, die will das nicht wegräumen. Oh, da war noch was drin. Na gut. Alles Gleiche. Oh. Raum. Eli? Ja? Hier liegt noch was. Oh. Nee, ich jetzt auch. Komm, schmeiße sie an den Kopf. Ja, ich versuche die ganze Zeit schon, aber ich will nicht. Please? Nee, die will nicht schmeißen. Das ist ein Wochenpfandsystem, genau. Ja, das stimmt aber auch Venom, ja. Aber auch die vorletzte war ja schon so aufgebaut. Ich glaube, die Struktur ist dieselbe wie letztes Mal. So auf den ersten Blick. Ja, wir gucken mal schnell auf die Hallenkarte. So, ho. Wir haben also hier in der Haupthalle in der Mitte die Carrack. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dann haben wir links die Arrow und die Gladiator. Rechts haben wir die C8X Pisces, die Hawk und die Terrapin. Dann haben wir rechts noch eine extra Halle mit der F7A und F7C, der Valkyrie, der Hurricane und der F8 Lightning. Wupp, wupp. Boah, da freue ich mich wieder drauf. Ja, ich auch. Und linke Seite haben wir den Spartan und die Ballista und in den Holo-Hallen die Crucible, Legionnaire und die Liberator. Gut. Gut, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal so ein bisschen um alle Schiffchen rum. Ja. Wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne in den Chat. Ich würde sagen, wir haben ja die letzten 2 Jahre bei beiden Events alle Schiffe immer im Detail durchgekaut. Eigentlich, haben wir das, denke ich mal, jetzt heute nicht nochmal vor oder beziehungsweise diese Woche oder dieses Jahr. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut sie gerne in den Chat. Wir werden sie dann gerne versuchen zu beantworten. Ja, und ansonsten laufen wir, denke ich mal, einfach mal so ein bisschen rum, schauen uns die Schiffe hier nochmal an und später bei der F8 und so. Da würde ich mich ein bisschen detaillierter
Komm schon. Die Arrow, die mag ich einfach immer noch echt gerne. Ja. Ja, die ist auch halt gut. Ne? Also sie ist auch wirklich, sie ist auch einfach gut. Man kann sie eigentlich kaum ersetzen. Ich habe eine Arrow und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich die zu einer Gladiator, nicht einer Gladiator, einer Gladius upgraden soll. Aber es ist wirklich nicht unbedingt so, dass man sagt, das muss man jetzt machen. Weil sie einfach so wendig ist. Ich meine, ich mag beides. Die tun sich ja nicht viel. Halt einfach, ne, die beiden. Ja. Ja, die Gladiator ist halt, nicht, warum sage ich mal Gladiator? Gladius. Die ist halt von der Silhouette her ein bisschen größer. Hat dafür aber auch zwei Size-1-Schildgeneratoren. Haben beide drei Size-3-Ports mit Gimbal-Size-2-Waffen. Beziehungsweise hier die Arrow hat obendrauf noch einen Turm mit zwei Size-1-Waffen. Aber den könnte man theoretisch, könnte man die beide mit jeweils drei Size-3-Fixed-Weapons ausstatten. Plus die Raketen. Ja, und wie gesagt, Gladius ein bisschen größer. Dafür mehr Schild. Arrow ein bisschen kleiner, dafür weniger Schild. Ansonsten sind die ziemlich identisch. Ja, und wenn man mal von der Redundanz spricht, hat natürlich die Gladius auch zwei Triebwerke und die Arrow eins. Aber wann kommt das schon mal vor, dass man das Triebwerk wirklich verliert und sich deswegen nicht mehr bewegen kann? Komponentenfächer gibt es bei der Arrow noch nicht. Nee. Das weiß ich auf den Chat gerade bezogen. Bei der Gladius gibt's das, die ist halt Gold Standard. Richtig. Bei der Arrow ist das noch nicht drin. Also sie ist auch irgendwie so am ehesten Jäger, ne, der heutigen Zeit. Also wenn man das mit den Fightern der heutigen Zeit vergleichen will, kommt man bei der Arrow da schon ziemlich nah dran. Ja. Auch von der Größe. Ja, bei Vergiss beiden mal. Eigentlich, auch bei der Gladius eigentlich, ne? Ja, aber die Gladius ist doch, also ja, gut, können wir jetzt ein bisschen schlechter vergleichen, aber die Gladius ist doch ein gutes Stück größer. Glaubt man nicht, aber also ich habe mir ja, wie gesagt, mal auf Fleet Yards mal die Querschnitte angeguckt, wenn man die beiden Schiffe vergleicht. Ist doch ein gutes Drittel mehr, würde ich sagen, Schiff. Okay. Na gut, man sieht sie so halt selten nebeneinander stehen, ne? Deswegen, man hat das so als Jäger einfach auf dem Schirm und gut ist. Ja, ne? ja. Boah, warum soll ich nicht Arrow, schreibt Venom. Mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Sag noch mal. Nee, alles gut. Und warum sie nicht alle Hornets ausstellen? Ja, müssen wir mal gucken gleich, ne? Wie viele da stehen. Mhm, ja. Ja, die Gladiator braucht auch irgendwie mehr Liebe, ne? Die wurde auch ewig lange nicht mehr angepackt, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch, ich habe die Tage nochmal überlegt, ich glaube, es gibt kein Schiff im Spiel, über das weniger gesprochen wird als über die Gladiator, so meinem Eindruck nach. Ja, auf jeden Fall in-game. Ja. Out-game hätte ich jetzt gesagt noch die Vulkan. Da reden auch echt wenige Leute drüber. Aber ja, in-game, also auf jeden Fall. Und auch sieht man total selten im Verse, ne? Obwohl es eigentlich ein ziemlich cooles Teil ist. Ja, ja. Eigentlich perfekt gegen sowas wie Conny-Größe oder so. Ja, so eine richtige Staffel davon, das ist halt schon cool. Auch hinten und die das Design halt auch einfach Bombe, im wahrsten Sinne. Ich glaube, ich habe gerade Bock auf eine Gladiator. ich miete mir die gerade mal. So. Oh ja, das ist eine gute Idee. Rent a Gladiator. Könnte auch irgendeine Show auf RTL sein. Oder RTL 2, aber ja. Ja. Aber sonst, das war's dann halt auch. Macht ihr bei dir irgendwas bei Processing? Ja. Ich bin mir ewig am Processen. Hätte ich aber gerade eben schon mal bei dem Kauf von dem Burrito. Vielleicht brichst du einmal ab und machst nochmal, weil vielleicht haben wir synchron gemacht. Ich war einen Ticken eine Sekunde vor dir. Gut. Error ist auf G treten. Oh, jetzt hab ich wieder. Soll ich jetzt aber. Nö, will er gerade nicht. Wir haben wahrscheinlich keine Verleihexemplare mehr. Nee. Ja, da probiere ich das später nochmal. Nicht so wild, nicht so wild. Ja, dann kommen wir zur Anvil Carrack. Ach, das ist immer noch einfach ein geiles Schiff, ey. Ja. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool.
Richtig schön durchdacht. Vor allem, weißt du, was mir in dem Ding immer gefällt, wenn ich es wieder anschaue? Hm? Dass man da auf die Community gehört hat. Sie haben das Schiff gezeigt, als es noch nicht, also sie haben es nicht einfach vor die Nase gestellt, sondern es wurde in einem ISC einige Zeit, also kurz vor Fertigstellung gezeigt und dann hatte man noch eine Chance, auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen und es hat der Entwicklung einfach so gut getan. Ne? Siehe Fahrwerke, siehe die Triebwerkssektionen hinten, das waren alles so Punkte, die ja von CIG-Design gar nicht gingen. Ne? Ihr könnt sich noch an den Dackel erinnern. Oh ja. Ja. Oh ja. Und die Triebwerke hinten, nur die Runden, die so den Charme der Carrack weggenommen haben. Ah, und da, ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Manche wollten ja unbedingt die anderen Triebwerke haben, aber gut, da kannst du es halt auch nicht allen recht machen. Ich finde es auch richtig super, wie es ist. Aber man hatte ja eine Vorstellung vom Konzept. Sie mussten sich ja notgedrungen ein bisschen vom Konzept entfernen. Das war ja viel wespenartiger, dünner, der Rumpf. Und es stand ja auch auf dem ganz hohen Fahrwerk. Das war ja das Konzept. Und mittlerweile, gut, steht sie jetzt halt einfach nur mega fett da, aber richtig stabil. Ne? Also ist nicht so wackelig wie zum Beispiel auch ein C2 oder so, sondern lässt sich auch wirklich stabil landen. Und die Triebwerkssektionen hinten, ja, okay. Sie mussten sich halt an den Anvil Style Guide halten und konnten deswegen nicht die kompletten Triebwerksformen aus dem Konzept übernehmen, haben jetzt aber eben diese Schalen, die die gleiche Form haben wie im Konzept, um die runden Triebwerke rumgelegt. Und vor allem haben sie die runden Triebwerke wieder nebeneinander gestaffelt und nicht so komisch so im 45-Grad-Winkel, was ja bei der CitizenCon-Demo damals zuerst zu sehen war. Also das fand ich ganz, 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 ganz furchtbar. Und ich sag dir ganz ehrlich, hätte die Triebwerke gehabt, hätte ich die nicht genommen. Okay. Also das fand ich wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Ganz. Was ich an dem Schiff hauptsächlich cool finde, ist, dass es so eines von zwei Schiffen vielleicht rein, also auf jeden Fall noch die Reclaimer, von dem ich mir wirklich vorstellen kann, darauf so zu leben und zu arbeiten, buchstäblich so im Verse halt, weißt du? Mit der Reclaimer halt immer so auf Salvage unterwegs mit deinen Räumlichkeiten, so industriell geprägt und alles und das hier halt eher so auf Exploration. Aber wo du echt so dieses Gefühl hast, okay, dieses Ding ist mein Zuhause, das hat auch so ein Trailer so suggeriert halt damals, ne? Ja. The only thing I was looking for was a place I call home. Und das, finde ich, passt zu der Carrack wirklich, wirklich gut. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Da haben sie der Carrack dieses wunderbare Triebwerksgeräusch weggenommen, das sie bei der Veröffentlichung noch hatte, echt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kiate, was sind denn das für Links? Du bringst mir hier in ganz, ganz komische Verpflichtung. Raustappen und hin und her, da kann ja nur nachher alles zusammenbrechen. Immerhin spielt es das Citizen, vergiss das nicht. Ja. Moin, Schnuffi. Moin, Mini-Schnuffi, grüß dich. Ja, nee, also Carrack, wie gesagt, ist eine 1. Auch für den Preis mittlerweile völlig in Ordnung. Also ne, ist natürlich komplett überheblich, das so zu sagen, aber im Vergleich zu allem anderen muss das Ding halt auch schon den Preis haben und dafür finde ich es halt auch schon fair. Also wenn man sich mit mehreren Leuten zusammenschließt und sagt, ich will ein Allround-Raumschiff haben zur Erkundung mit allen Möglichkeiten, einem eigenen Shuttle noch drin, einem eigenen Rover noch drin, die auch alle mitkommen bei dem Schiff, ne? Darf man nicht vergessen, die Pisces ist dabei, der RSI-Rover ist dabei, wenn du das Schiff kaufst. Und damit bist du halt so multifunktional unterwegs, wenn du da eine Gruppe hast von 4 oder 5 Leuten und man teilt sich den Preis. Das ist halt wirklich ein richtig cooler Deal. Immer noch eine große Investition für alle, aber trotzdem ein super cooler Deal. Die Trailer haben wir doch schon geschaut. Warte. Ja, die Trailer haben wir heute gerade eben schon geschaut. Ja, und die Terrapin, ich freue mich drauf, wenn die mal Sinn ergibt tatsächlich. Und wenn man so wirklich Long-Range-Scanning hat dann, ne? Keine Ahnung, dann siehst du aber keine Ahnung, was weiß ich, 20 Millionen, 10 Millionen Kilometer, okay, irgendwas ist da, die und die Signatur, könnte dies und das sein, so ungefähr in dem Quadranten und dann hingehen und, ne? Auf jeden Fall. Aber bis das so wirklich drin ist, das wird sicherlich noch was dauern, aber ich glaube, das ist, daran werden Singleplayer, glaube ich, sehr viel Spaß haben irgendwann mal, so einsame Erkunder und die einsamen Wölfe, die gibt's ja auch, ne? Sind ja nicht alles nur Multiplayer hier. Ja. Ich finde vor allem, die Terrapin, wenn die dir mal im Verse begegnet, ist ja leider auch selten genug, aber wenn die dir mal im Verse begegnet und die landet vor dir und stellt dann die Triebwerke so nach unten und macht dann so eine richtig coole Landung, so mit vorne Nase hochziehen und dann abbremsen und dann vor dir, das ist episch, absolut episch. Hat, jo. Hat auch richtige Raumschiff-Flares, so, ne? Den kauft man einfach ab, dass es ein Raumschiff ist. Wobei ich finde, das geht auch mit der Valkyrie sehr gut. Aber ja.
Das stimmt, Valkyrie geht auch super. Und das wird auch mit der Legionär sehr gut gehen. Ja. Die wird auch sehr cool aussehen bei der Landung. Echt eine schöne Schildkröte. Servus, Kommandant. Servus, Falk. Hi, grüßt euch. Ah, Markus, grüß dich. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wie das ist mit diesen Entlüftungen hier. Also ob das nachher wirklich dann eine Auswirkung hat, ob andere Schiffe auch so eine Art Entlüftung kriegen. Ich finde halt immer blöd, wenn es so ein Feature gibt, das eingebaut wurde und das aber nur bei diesem einen Schiff der Fall ist, weißt du? Mhm. Das ist halt irgendwie so, meh, keine Ahnung. Ja, nice. Es macht aber auch Spaß zu fliegen einfach, man. Weil die auch so schwer gepanzert ist. Aber es passt irgendwie. Die ist relativ behäbig, aber passt einfach auch zu so einem fliegenden Stein mehr oder weniger. Bin mal sehr gespannt, wenn die Panzerung da mal ins Spiel kommt. Dann werden solche Schiffe natürlich auch stark getestet und die müssten ja dann eigentlich schon ziemlich viel aushalten. Ja, zumal die kann ja die Panzerklappe auch noch runter machen. Also die sollte schon wirklich gut was wegtanken können. Ja, vor allem Größe auf jeden Fall. Stell dir mal wirklich vor, du hast nachher so ein Schiff, was hart eine also schwaches Schild hat oder relativ leichtes Schild hat, aber eine schwere Panzerung. Und das kommt halt so richtig in den Fight rein, wo es halt irgendwelche Scanning-Daten mit beschützen muss und fliegt dann eben irgendwie wieder nach Hause. Stell dir mal vor, wie das aussieht, wenn das ankommt. Weißt du, voll durchlöchert, überall Einschusslöcher und alles schwarz verkohlt und dann fliegt das Ding noch irgendwie an Bord der Idris. Schön. Die Herald nicht auch eine Entlüftung? Ist das so? Also die das hat so, die hat so Klappen, nicht. Die so aufgehen, aber ich meine, das war diese Sendesache, diese Sendeantennen-Dinger, die sich aufklappen. Und das hatte, glaube ich, keine Panzerwirkung oder Lüftungswirkung. Und dann haben wir hier die Hawk, ne? Weißt du, woran mich das jetzt erinnert hat? Oh. An Family Guy. Bitte begrüßen Sie die Familie. Peter, der Vater, die Mutter, Louis, das kleine Baby, das immer nur Blödsinn macht. Und der Hund und Mac. Ja. Oh, ja. Hi. Ja, die Hawk. Was hältst du von der Hawk? Ich weiß es nicht. Ich muss zugeben, ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in dem Ding überhaupt jemals drin gesessen habe. Also ich habe da ein paar Mal hinten mich selber eingeschlossen. Zweimal musste ich mich auf Messen deswegen recovern. Weil ich nicht mehr rauskam. Deswegen bin ich da jetzt. Doch wohl habe ich mal drin gesessen, aber tatsächlich nur dann, als sie halt getestet werden musste. Aber das war es dann halt irgendwie auch. Enter Prisoner Seat? Nein, ich mache jetzt mal nur Open Exterior, damit man mal sieht, da ist also noch so ein Gefängnissitz drin, wo man also, theoretisch... Ich kann ja mal hier... Alter, das fällt komplett um mich drüber, das Teil. Eieiei. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Ich auch nicht. Wir werden sehen. Hui! Ah, doch, ich komme wieder raus. Ah, nice. Sehr schön. Schön, dass du dich da für uns geopfert hast. Ja, gerne, gerne. Ja. Sieht auch sehr richtig aus, alles. Auf jeden Fall. Also, genau so muss es sein. Du hast auch genau die richtige Klamotte an für eine Gefangene. Ist also schon. Ja, total. Ja, die Hawk ist, wenn sie ausgeklappt ist, tatsächlich ein ziemlich interessantes Schiff. Ich habe die mal sehr lange Zeit sehr gerne geflogen, so als Informationen und so. Da war die halt irgendwie schon ziemlich cool. Aber ich muss sagen, dass ich damit auch noch nicht wirklich richtig gespielt habe. Auch kein Bounty und so. Die hat ja auch noch ein EMP drin, womit sie dann theoretisch andere Schiffe ausschalten kann. Hat auch einiges an Waffen dran. Tja. Ja, mal schauen, wann das Gameplay dann so wirklich reinkommt. Gerade ins Cockpit. Mal gucken, wie das... Macht das. Will ich nicht. Close Exterior. Was macht das? Das Close das Interior. Exterior. Das ist praktisch. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich dir sagen können. Du kennst dich halt besser aus. Ja, vor allem mit Exteriors. Ja, ich komme nicht rein. Nee? Okay. Nee. Kannst nur Exterior Open oder Close machen. Also das geht, ja. Das Exterior, ja. Irgendwie, das geht, ja. Aber warum geht das, ist die Frage. Was soll das? Nee, irgendwie nicht so ganz. Ah, nee. Die Hawk ist als Gegner auch unbequem. Ist das so?
Auf jeden Fall auch wieder eine ganz andere Raumschiffform. Das muss man sagen. Okay, wollen wir zuerst zur F8 und Dings oder wollen wir zuerst zu den Holos? Beides ist eigentlich interessant. Ich würde sagen, zuerst zur F8. Okay, okay. Dass die Junior Holy dann Holo, Holy, genau, Holo dann am Ende. Ui, guck mal, wie die. Ja. Ui. Aber das Ding ist aber auch einfach Sex. Es ist wirklich einfach ab 18. Wirklich. Also, schön. Wirklich schön. What are you doing, Stepship? Da ist heute wieder so ein lustiges Meme zu. Ja, das Teil ist einfach nur geil. Ja, wer nicht weiß, was das ist eine Anvil Aerospace F8 Lightning. Und zwar hier in der Squadron 999 Edition, also in der Kunstflugstaffel, so eine ähnliche Anlehnung an die Blue Angels, die mit F-18 von Boeing normalerweise ja eine Kunstflugstaffel bilden. Das ist das Pendant im Star Citizen-Universum. Und sie sehen wirklich gut aus. Ja, es ist wir, einfach so. Squadron 999 steht hier drauf. Ne? Aber das ist auch, also Design können die Jungs einfach. Das ja, ist, ja. Ne, das ist, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Bin ja echt gespannt. Ich meine, sie zeigen uns die jetzt ja häufig schon mittlerweile. Und sie fliegt ja auch oben in der Staffel im Verse rum. Also ja. Sie ist ja theoretisch auch flugbereit. Ich bin mal echt mal gespannt, ob sie irgendwann mal als Überraschung das Ding einfach mal releasen für die Leute, die eben eine haben. Oder eben nicht. Also erst, wenn Squadron 42 da ist. Ich stelle mir das so ein kleines bisschen vor, also in meinem Kopf, das ist jetzt nicht komplett durchdacht, aber erinnerst du dich noch an Wing Commander 3? Ja. Oder am Ende die Excalibur bekommen hast, weißt du? Mhm. Also das Mega-OP, mit der ist ja wirklich alles weggeballert. Ja. Und ja, ne? Dass du erstmal mit der Arrow oder der Gladius rumfliegst in Squadron und dann vielleicht auch mal mit irgendeinem Transporter und es sind ja viele Schiffe für Squadron relevant. Ja. Und das hier ist dann so der, ja nicht Endgegner, sondern so das Endschiff halt. So. Ja, aber sie können ja eigentlich kaum, ja, ist halt die Frage, ob die so lange damit warten, weil Squadron 42 und Star Citizen haben ja nicht zwangsläufig was miteinander zu tun. Ja. Du kannst zwar das eine in das andere überführen, aber die Leute, die halt nur Star Citizen gekauft haben und dann eben 10.000 oder 15.000 investiert haben, kriegen ja trotzdem das Schiff und müssen ja auch irgendwann Zugang haben dazu. Aber du hast schon recht, das war nicht nur bei Wing Commander 3 so, sondern auch bei Freelancer zum Beispiel, ne, wo Chris Roberts ja auch noch mit dran gearbeitet hat. Da kannst du am Ende auch die Titan bekommen, das war auch das OP-Schiff. Aber, naja, warten wir mal ab. Ja. Also ich hätte sie wirklich, wirklich gerne, weil dann bräuchte ich mir keine Gedanken mehr zu machen, welchen Jäger ich nutze, wenn wir irgendwelche Playabende haben. Nee, der Gedanke wäre dann hinfällig, ja, das ist richtig. Könnte ich mir das Denken sparen und überall, wo das geht, bin ich Fan von, weißt du? Tut immer so weh, ne? Ja, das ist ganz schlimm. Hier haben sie noch einen schönen Begleittext. Das ist auch irgendwie kaputt. Dieses Feature, dass du F drückst und dann mittlere Maustaste, ne, so dass du fokussierst, dann ist der bei mir halt immer wesentlich zu nah dran. Ich müsste eigentlich ein gutes Stück weit wegstehen, damit das funktioniert. Weil man kann dann ja auch nicht mehr viel bestimmen. Also so würde es gehen. Aber ich stehe jetzt halt schon ein gutes Stück weg davon. Normal würde man ja sich so davor stellen und dann zu nah. Das wird wohl mit dem neuen Interaction-Menü dann auch anders werden. Mal abwarten. Aber ja, im Moment ist das so. Das sieht irgendwie aus, als ob dahinter noch irgendwas versteckt wäre, ne? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Jetzt sind Putzroboter. Ah, guck mal, wenn wir jetzt nicht im Steam wären, da könnte man da versuchen. Ne? Na, egal. Was, wovon redest du? Nein, ich weiß nicht, was. Wer redet da? Mir gefällt die F7A besser. Ja, gut. Das ist ja Geschmackssache. Die F7A ist auch halt echt ein schickes Schiff, ne? Du Willi, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Torian, ne, bei uns in der Korb, der hatte neulich mal erzählt, dass es Leute gibt, die die F7A tatsächlich besitzen. Ganz, ganz wenige. Wegen irgendwelcher, weiß ich nicht, irgendwelcher ewig frühen Freischaltung oder so. Und der meinte nicht den F7A Military Skin, den es ja auch gibt. Den gab es ja mal zum Veteranentag. Für $20, aber den meint er nicht, sondern er meint wirklich die F7A. Und die können die jetzt wohl auch schon spawnen im Verse, hat er erzählt. Weißt du da was von?
Ich weiß da nichts von, aber Turin ist ein wandelndes Star Citizen Lexikon. Ja, das eben, das macht mir ja die Sorge. Sonst hätte ich ja auch gesagt, ach, der erzählt nur Blödsinn. Aber Turin und Martin, also die beiden, wenn die was sagen, dann stimmt das in der Regel auch. Ja, aber es wundert mich halt so, weil ich davon halt noch nie was gehört hatte. Weil er hatte gesagt, dass er die mal irgendwann geliehen bekommen hat von einem von denen. Und da hat er auch dann Bilder gepostet in unser Korb-Forum. Okay. Dass er damit rumgeflogen ist. Ah, dann wird das schon stimmen. Da redet ihr aber auch kein Blödsinn an. Nee, das aber was gehört habe ich noch nicht von. Und ich habe auch nichts irgendwo gesehen, sei es jetzt Spektrum, Facebook, Twitter, Reddit oder was weiß ich was. Ich schaue über alles jeden Tag drüber. Ja, genau. Das gesehen habe ich auch, nichts. Das macht mir ja auch die Zweifel daran. Also ich meine, es könnte ja genauso gut sein, dass ihm das so erzählt wurde, aber dass die Sache zum Beispiel, die FCMA zum Beispiel, geklaute war. Weißt du? Und die geklaute wurde dann an ihn weitergegeben. Das hätte ja theoretisch auch sein können. Ja, das könnte auch sein. Also ich wüsste es nicht, dass das so ist. Ja. Das sagte Knusper ja gerade. Also den gab es mal, klar. Ja, ja. Den meinte er nicht, nee. Nee, das ist ja nicht die F7A, das ist ja die F7 C Mark II Military Skin Version. Wie du es auch immer nennen willst. Ist jedenfalls nicht die Mark 7A. Nee, die F7A Mark. Das müsste ja dann hier die Mark II sein, ne? Also genau, das andere müsste dann die Mark 1 sein, aber mit Military Skin. So. Naja, auf jeden Fall ist es schon schick, muss man auch sagen. Ja, würde ich mir auch kaufen, wenn es die geben würde. Denn sie ist wirklich einfach so eine schicke. Und umso schlimmer finde ich es immer, wenn ich die beiden nebeneinander stehen sehe. Aber auch hier kann man irgendwie nicht rein, ist das doofe. Also ich jedenfalls nicht. Jetzt hier Close Pilot Ladder machen. Open Ladder. Warum muss das auch so schnell gehen, weißt du? Aber rein kann ich jedenfalls, glaube ich, nicht. Ich habe auch nur die beiden Möglichkeiten. Das ist schade. Vor allem bei der F7A ist das schade. Ja. Naja. Ja, weißt du, das ist so traurig, wenn ich die beiden immer nebeneinander stehen sehe, weil ich dann immer sehe, wie lieblos die noch ist. Vom Detailgrad her und von den Linienführungen und so. Ja, die ist halt echt schon älter jetzt. Sie war eigentlich ein super guter mittlerer Fighter, ne? Keine Frage. Ja. Die Frames. Also auf der Hauptplattform, wo Orison ist, sind sie nicht besonders gut. Aber sie haben halt hier die Messehallen und auch was anderes bewusst circa 70, 80 Kilometer davon entfernt platziert. Wo du halt nur mit dem Shuttle hinkommst. Und hier sind die Frames top. Warte mal, also. Kann ich auch genau sagen. Ich habe hier jetzt auf 2K. Ja, mit allen Details so 50, 55 Frames. Ja, ich habe so 45 auf 4K. Also ist auf jeden Fall okay. Aber jetzt habe ich auch 50. Das ist schon supi. Das haben sie extra so ein Stück weit weg platziert. Andere Object-Container und sowas. Ja. Gut. Ja, die... Warte, wir können noch mal einmal um die F7 rumlaufen, indem ich die Cam noch mal so ein bisschen nach oben fahre. Da sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr von ihr. Bild wobbelt jetzt leider dann wahrscheinlich ein bisschen, aber man sieht trotzdem ein bisschen mehr F7A Mark II. Das ist aber auch schick, das Ding, wirklich. Super. Ich habe immer so ein bisschen, denke ich mir, ja okay, wird das der Notnagel sein, wenn CIG irgendwann mal merkt, dass die Verkäufe einbrechen würden, dass sie dann noch so ein Ding releasen? Ey, die Verkäufe, ne? Was da schon wieder abgeht. Ja, sie sind halt wirklich echt weit weg davon. Ja, gut. Ja. Ich habe eben auch noch eine Corsair aus dem Buyback zurückgekauft mit Frischgeld. Also wenn es jetzt so ungefähr läuft wie vermutet, sind wir nach der Invictus da, wo wir letztes Jahr im Oktober waren. Ja, es ist von den Zahlen her, von den reinen Funding-Zahlen her. Und ungefähr hinkommen. September oder Oktober wird es so werden. Müssen wir mal geben. Das ist schon echt viel. Achso, und ich frage mich die ganze Zeit, warum du depressiv da rumläufst. Deswegen der Kamera. Ja. Jetzt, dann kommst du nach unten, weißt du. Guck mal, schöner Fußboden. Ja, genau. Alles blau. sehr akkurat. Hier ist blau, da ist blau. Alles blau. Die Revenant Gatlings, ne?
Ich hatte neulich gesehen, dass es jetzt schon Size 6 Gatlings gibt im Burst. Die sehen aber auch geil aus, die Teile einfach, ne? Ja. Aber auch hier an der Seite dieses Apokalypse-Arms hier mit dem diesen Totenkopf da drauf, das hat einfach was. Ja, ja. Das rundet ganz cool ab einfach. Das ist nicht weiter wichtig, aber sowas rundet ab. Ja. Ne? Das ist wahr. Ist sowieso ein wunderschönes Design, die Gatlings. Das sowieso, Jono. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und da oben ist auch noch ein Totenkopf drauf. Da, wo normal bei der Waffe oben das Visier wäre. Ah ja, da oben. Ah. Ja. Was man hier richtig das Zahnrad sieht, ne? Wo die drüber angetrieben wird, die Läufe vorne und so. Ja, du siehst ja sogar, also wenn du eine Pistole nimmst, ne? Eine ballistische. Und schießt damit und schaltest die Kamera entsprechend, dann siehst du auch sogar, wie die Kugel in den Lauf geladen wird und der Hammer sich löst und alles. Ja. Crazy. Venom Size 7 Gatling gibt's auch. Echt? Ich bin Fan davon. Das wären ja dann die Waffen, die man auch an eine Perseus anschraubt, ne? Also gut, man kann die bei der Perseus nicht austauschen, die Ballistics, das weiß ich, aber theoretisch. Ach so, du meinst die Ares, ja okay. Aber die kann man ja sonst nirgendwo drauf bauen. Ich dachte jetzt hier von der Serie von Apocalypse Arms. Das bei der Ares ist ja eine Bering. Nee, aber die von der Apocalypse Arms Serie hier, die ist eine Size 6. Die gibt's auf jeden Fall. Irgendwie Dutch oder Dutchback, Dutchbock, irgendwie so was in der Richtung. Dutchback. Ja, und dann haben wir hier die gute Valkyrie. Alte Valkyrie. Die kam auch Instant Flight Ready rein, 2018, glaube ich. Ja. Ach, das ist ein geiles Schiff, ey. Das Citizen Con. Ja. Bereue ich immer noch so ein bisschen, dass ich mir die damalige Special Edition davon nicht gekauft habe. Weil die fand ich cool. Die gibt es auch tatsächlich seitdem nicht mehr. Liberator, oder? Genau, ja. Die Liberator. Das war einfach nur ein anderer Skin, glaube ich, oder? Genau, ja. Ein anderer Skin, aber du kriegst ihn halt nicht mehr. Und die anderen Skins, also es gibt ja mittlerweile sonst schon relativ viele Skins für sie. Und ich hatte eigentlich am liebsten die Liberator und dann dafür eben noch dunkle Skins oder militärische Skins, die man dann einfach darauf packt. Ja gut, das wird ja alles noch geben. Ja. Aber diese großen Triebwerksgondeln und so, absolut cool. Die braucht jetzt nur noch das Feature, dass man sich da oben an diesen Seilwinden einhaken kann und dann auch aus der Luft gedroppt werden kann und so. Ja. Dann ist das schon sehr cool. Gegen die hat es die Legionnaire aber auch ein bisschen schwer, glaube ich. Ja, weil die Valkyrie ist eigentlich Stand jetzt so. Ja, das Perfekte ist jetzt schwierig zu sagen, aber das, ich wüsste nicht, was man an einem Dropship Stand jetzt viel besser machen könnte, einfach, weißt du? Ja, ist so. Das ist so. Kleines Fahrzeug kannst du mitnehmen. 20 Marine-Plätze. Gut, hier oben das mit den Scheiben, das kannst du anders machen, ne? Dass der obere Bereich halt komplett getrennt ist. Ja. Gut. Wir haben ja mittlerweile zum Beispiel bei der Hercules haben wir ja auch eine Leiter und die schafft trotzdem hier so einen Druckshot drin zu haben, ne? Damit der obere Bereich vom unteren getrennt ist bei plötzlichem Druckverlust. Das könnten sie also auch hier verwirklichen. Ah, tolles Schiff. Ich gehe auch immer wieder gerne mit. Ja. Und sehr genial eingesetzt hier in Sandstorm in dem Video. Boah, ja. Verdammt war das Gute. So ein Dropship ist halt auch nicht wegzudenken, ne, von militärischen Operationen. Nee. Ich bin echt mal gespannt, was wir so an Technik dann haben, wenn 3.18 dann kommt. Weil wenn wir das 3 Monate lang testen, ne, dann... Ja. Um den Dreh. Mal schauen dann. Hallo, Halbor. Hallöchen. Ja, dann haben wir hier unsere Hurricane, die ja jetzt mit der Scorpius Konkurrenz kriegt. Ja. Ja, beides Schiffe für 2 Personen, ein Turm, ziemlich starke Feuerkraft. Pilot hat auch, ja, nicht zu unterschätzende Feuerkraft, aber für die Waffen des Piloten alleine ist das Schiff halt einfach zu groß und zu träge. Ja. Was meinst du, Willi? Ich hatte schon tierischen Spaß mit der, wirklich, mit anderen zusammen. In erster Linie sind es die Erinnerungen.
Aber es ist ein gutes Zweierschiff auf jeden Fall, das auch ordentlich Wumms hat. Vor allem, wenn du da oben so schöne Schottis drauf baust, ne, und dann in Close Combat gehst, die bumsen dir alles weg. Ja, mach richtig Laune. Und ich muss da immer an so ein Erlebnis denken, wo wir hier von einer waren, dann waren wir mit noch zwei anderen unterwegs, die anderen beiden jeweils in einer Prospector und haben gemeinert und wir haben denen halt Schutz gegeben und dann kamen wir tatsächlich zwei Titans an, die dann angegriffen haben. Und die Prospector sind halt sich ein bisschen verkrümmelt und wir haben diese beiden Titans vom Himmel geholt. Dann, boah, das war einfach geil. Ja, Sinos hat schon recht. Die Legionnaire und die Valkyrie, die haben verschiedene Einsatzgebiete. Valkyrie halt Dropship, klassisch. Und Legionnaire halt ja, Boarding halt. Ne? Breach und Boarding, ne? Also Hacking, ausschalten, Boarding, ja. Hacken der Verteidigungsmaßnahmen und der Schleusen, andocken und Marines rein. Schon ein bisschen spezialisierter, hast du schon recht. Hast schon recht. Aber ich hätte mir die ehrlich gesagt als Dropship gewünscht. Und mir fällt da schon mal nochmal wieder auf, man sollte sich schon, wenn man auf solches Gameplay dann aus ist, eine Gruppe suchen, die nicht gerade klein ist. Ne? Weil, nehmen wir jetzt mal so einen Game Loop. Ne? Obwohl, jetzt sind wir ja eigentlich gerade erstmal noch hier bei dem Schiff. Ne? Kann ich vielleicht gleich erzählen. Ja. Also Hurricane ist auf jeden Fall ein Fighter, mit dem man auf jeden Fall Spaß haben kann, aber man sollte auf jeden Fall zu zweit sein. Ja. Alleine macht die halt im Einsatz keinen Sinn. Nee, Scorpius aber auch nicht so wirklich. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, mal gespannt. Jetzt ist sie hier standardmäßig ausgestattet. Also steht auf jeden Fall hier so auf der Messe mit nur Energiewaffen. Das war ja ursprünglich auch mal anders geplant bei der Hurricane. Die sollte ja eigentlich mal nur Ballistics kriegen, weil die von der Energieversorgung her das sonst nicht geschafft hätte. Muss man also auch mal sehen, wie es dann am Ende vom Balancing her aussehen wird. Naja, naja. Okay, dann kommen wir zur F8. Das ist yay. Also... Ja, was? Ich sag nur yay. Ja, yay, yay. Das ist also die F8C, müsste das? Nee, das ist die normale F8 hier. Das ist nicht die C. Die C haben wir noch gar nicht gesehen. Das hier ist also auch die normale F8 des UAE-Militärs, was ja auch Sinn macht. Also, die Schiffe, die wir allerdings hier mehr oder weniger uns freischalten konnten, indem man eben... $10.000 und $15.000 ins Spiel investiert hat. Im Wing Commander Rang und im Praetorians Rang oder das andere. Das sind F8C Varianten, also die Zivilvarianten. Ähnlicher Unterschied wie bei der F7A und bei der F7C. Ne? Das ist also schon ein bisschen schlechter dann bewaffnet als das, was wir hier sehen. Aber nichtsdestotrotz von der Form her natürlich identisch und dürfte trotzdem nicht schlecht bewaffnet sein. Und er hat recht, wir haben den 30k auf dem Server. Ach. Er kann sich noch ein bisschen hinziehen. In letzter Zeit weigert er sich, der Server mal zu sterben, aber er ist da. Ist klar. Ja, ist ja kein Problem. Dann gucken wir uns das so lange noch an. Und danach fahren wir dann nochmal zum Messer und gucken uns unten die Holo-Modelle an. Ah, sie ist schon. Ist schon eine schicke. Ich glaube, die hat... 6x Size 3 und 2x Size 4 oder so ähnlich? Na, so in der Art. Oder 4 Size 3, 2 Size 2 und 2 Size 4, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall ziemlich fett bewaffnet, das Ding. Ja. Ja. Aber dafür natürlich auch recht groß, wird auch nicht wirklich wahnsinnig wendig sein, sondern halt schon seinen Platz brauchen zum Wenden. Bietet auch eine relativ große Trefferfläche, das sind natürlich dann wieder die Nachteile. Nee, Halbor, die kann man derzeit nicht leihen und auch nicht fliegen. Nein. Ja. Das behält sich CIG mal so ein bisschen vor. Letztes Jahr haben es wohl welche geschafft, sich da irgendwie reinzuhacken, so ein bisschen, oder reinzufrickeln. Aber das, also hier in das Cockpit geht das auch eigentlich. Aber ich meinte jetzt auf Fliegende. Von der Flotte halt, die oben rumfliegt. Ja. Aber da ist kein richtiges HUD oder Display drin oder so. Das macht nicht wirklich Sinn. Ja, man könnte aber das Cockpit hier betreten. Auf jeden Fall gibt es dafür einen Punkt. Enter Cockpit Seat. Ja. Pilot Seat. Das heißt, wir müssen doch gleich nochmal kurz hier rein. Da möchte ich mich doch nochmal reinsetzen. Sollen wir ins Hauptmenü gehen und hoffen, ja, dass wir ein Dings haben? Gut.
So, ich will wieder im Hauptmenü. Ja, ich noch nicht ganz. Kleinen Moment. So, jetzt auch. Dann kannst du mich immer mitziehen. Und ich bin mal ganz kurz in der Küche. Kleiner Augenblick. Jo. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen einmal neu starten. Jo. Wir müssen einmal neu starten. Sorry, Leute. Einmal kurz ein Restart von Star Citizen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich sehe es gerade, noch so aus der Küche halb. Müssen wir einmal ganz raus. Genau. Und einmal neu starten. Irgendwas mit dem Format da bei deinem Ladebildschirm nicht richtig. Was? Ladebildschirm? Also ja, Ladebildschirm, also von deinem Übergangs hier Pausenbreak. Das ist immer so, ja, so ein Riesenkeks, der so halb zu sehen ist. Das ist auch richtig so. Achso, ist das so? Ich dachte, okay. Das hat künstlerische Gründe. Ah, okay. Musst du unten links so ein bisschen grün sehen. Aha, und jetzt ja, schon. Der wabert durchs Wörth. Your current position in queue is 131. Ja, dann sind wohl alle abgeschmiert. Kann das? Ja, könnte sein. Ich hab 124. Unglaublich, was sich hier noch für eine Hitze hält. Eieiei. Ich muss mal, sobald wir hier auf den Server joinen, erstmal kurz zumindest ein Brot machen. Ich habe den ganzen Tag nämlich noch gar nichts gegessen. Wahnsinn. Ja. Ich habe eben vom Stream auch noch ein paar Cornflakes gegessen. Aber das reicht im Moment noch. Serversituation gerade echt schrecklich. Scheint alles abgeschmiert zu sein. Bin kurz immer in der Küche. Moment, dauert ja noch ein bisschen. Ja, ja, mach mal ruhig. Mit der Queue ist übrigens tatsächlich schon seit 17 Uhr so. Echt? Crazy. Das ist crazy. Ach ja, ach ja. Aber das ist ja ganz gut. Dann scheint sich das ja großer Beliebtheit zu erfreuen. Und Freunde, wisst ihr was? Wir nutzen die Chance. Wir gehen mal kurz auf die CIG Homepage. Zack. So, ich mache noch mal ein bisschen Hintergrundmusik, damit es ein bisschen flauschig wird. Hervorragend. So, und jetzt schauen wir mal, was denn hier so alles passiert ist. Nicht wahr? Kann man ja mal gucken. Also. So, Invictus Launch Week Details, New Player Guide, Invictus Anvil Aerospace. Wir haben hier was zum Merch. Komm, fangen wir mal mit dem ersten Artikel an, der online ging. Das Merch. Das funktioniert ja schon mal gut. Dann nehmen wir doch gleich den zweiten Artikel. Bin auch angemeldet, oder? Ja, ich bin angemeldet. Nehmen wir den mal. Geht der? Nein. Scheint im Moment auch die Homepage abgeschmiert zu sein. Kann das? Ah, jetzt kommt was. Okay. Anvil Aerospace. Da haben wir nochmal den Verweis auf die Legionnaire. So, hier haben wir die ganzen Schiffe von Anvil im Verkauf. Einmal die Arrow, $75. Ballista 140. Unsere Pisces 45. Die Carrack 600. Crucible ist auch so ein Schiff, über das man total wenig redet. 350. F7C 110. Hornet Wildfire. Sieht man auch tatsächlich selten im Verse. Super Hornet, Hornet Tracker, Hornet Ghost. Da haben wir die Gladiator, die Hawk, Hurricane. Das ist die Legionnaire, Liberator.
bin ich mir immer noch nicht sicher mit dem Design. Das weiß nicht. Barton, Terrapin und Valkyrie. Das ist der Trailer. Und hier gibt es auch noch ein Anvil Complete Pack. 1500 Euro, wenn ihr mit frischem Geld bezahlt. So, mal gucken, ob jetzt Merchandise will. Sieht besser aus. So. Hier gibt's Pins. Wieder mit der F8, mit Squadron 999. Oh, die Dragonfly ist auch cool. Dann haben wir hier Shirts, UE Navy. Auch nice. Oh, hier die klassischen T-Shirts, das ist nicht so cool. Finde ich jetzt. Robot Space Industries, hier die Chairman's Club Sachen. Gibt's hier irgendwas Neues? Holo, Tasche. Nee. Sind halt auch echt überteuert, ne? Ich will nicht wissen, dieses 100 pro China Ware. Also die Chairman's Club Sachen, ich habe mir davon mal schon mal irgendwann welche bestellt. Die sind halt nicht so wahnsinnig krass von der Qualität, muss man wirklich mal leider sagen. Und dafür sind die Preise halt komplett drüber. Also, das hier auch, diese Polos sind so, naja. Also aber auch wirklich das Maximum, was man dafür nehmen kann. Der Hut ist ganz cool, also die Kappe. Ja, das Buch 22 Euro, ne? Da will man, glaube ich, auch nicht wissen, was sie bei der Herstellung zahlen. Der Keyring. Ja. Naja. Die Game Packages sind echt verlockend, sagst du? Na, gucken wir gleich. So, haben wir hier einen New Players Guide. Wie haben sie den aufgebaut? Come to the verse. Ja, ist schon ganz schön aufgebaut. Gibt ja mittlerweile auch diese Guide-Systeme. Die funktionieren tatsächlich auch ganz gut. Cool. So, dann haben wir hier noch ein paar Details. Let's go. So. Best your skills. Das ist das mit diesem besonderen Flug durch die verschiedenen Bauteile hier von Horizon. Scorpius, dass die mit 317.1 drin ist. Die Legionnaire im Concept Sale. Da gibt es übrigens auch schon ein Q&A-Thread. Ne? Da können wir also Fragen stellen und Fragen dann auch hochvoten, damit das Q&A dafür eben ausfällt und entsprechend gute Fragen hat. Ich werde dazu natürlich auch noch ein Video machen, keine Frage, wenn es dann raus ist. Gehen wir mal in den Pledge Store. Ja, der Löwe im Schlüsselanhänger ist zum Beispiel auch nur Plaste. Ja, das ist eben so ein Ding. Alright, so. Oh, zumindest mal ein Käsebrot drin. Oh, das ist gut. Ich guck mal gerade ein bisschen auf der Homepage rum, was wir so alles kriegen. Ach, guck mal, Avenger Titan Invictus Starter Pack. Das ist ja cool. Hat aber was mit dem Blau und dem Gold? War das was? Your current position is 70. Aber gut, dass wir die Q haben, ganz ehrlich, weil ist jetzt zwar gerade so ein bisschen, ne? Aber hätten sie die nicht, würde jetzt wahrscheinlich für Stunden wieder alles zusammenbrechen. Ja, nicht. Ja, wir gucken jetzt mal nach den Skins. Unter Paints müssten die ja sein. Was wir denn hier so alles kaufen können. Also die sind, glaube ich, alle noch von früher. Hammerhead True Paint Kit. Das müsste auch alles noch von früher sein. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal für die Hawk ein Invictus Blue and Gold Paint.
Der müsste jetzt exklusiv sein. Hier für die Hornet haben wir auch so ein Ding. Für die Pisces haben wir auch Skins. Die müssten auch neu sein. Aber nicht den blauen Invictus. Den kriegst du anscheinend nur mit dem Paket. Shadowstrike Pain für die Legionär. Spektakulär. Was schon viele Skins gibt. Jo, jetzt wo du gerade mal so drüber scrollst. Nö, aber... Ja, nee, irgendwie nö. Ich dachte jetzt eigentlich, dass da irgendwie mal richtig interessante neue Skins bei wären, aber das sieht im Moment nicht danach aus. Hier noch irgendwas? Den habe ich da sogar, den, habe ich den Olive Green oder den für die Titan? Weil, wenn ich sie schon nicht loswerde, weißt du? Da sage ich jetzt nichts zu. So, RSI. Ob hier noch was drunter war, unter den Merchandise-Sachen? Weil irgendwo müssen sie doch mal eine Zusammenfassung haben, welche neuen Skins jetzt im Moment drin sind. Oder nicht, oder wie, oder was. Oder what? Oh, what? Da war nichts. Da haben wir noch was. Das, das. Generation Megapack von 2950 wird noch hier verkauft. 2 Jahre alt. Ja gut, deswegen ist es ja nicht schlecht, ne? Nö, das ist richtig. Ich glaube, in Sachen Exploration kam jetzt auch nichts groß zuletzt. Das hier ist übrigens das Giveaway, was wir am Sonntag verlosen werden, Leute. Einmal RSI Scorpius mit Lifetime Insurance und Star Citizen Digital Download. Das könnt ihr am Sonntag gewinnen. Sonntagabend ab 18 Uhr sind wir wieder live. Und da hauen wir das als Giveaway raus. Und gerade bei Ship Upgrade 2. Was haben wir denn hier alles so? So. Cyclone. Ja, das ist alles normal. Das ist normal. Ja, Spartan halt. Die Hall A ist auch immer noch im Verkauf. Auch noch mit Warbond-Option. So, dann haben wir hier noch die Hawk. Ja, die Legionär halt, aber nicht als Warbond-Option. Und... Ja, sonst sind wir eigentlich da relativ unspektakulär bisher, ne? Valkyrie, 2 Optionen. Ja. Oh, hier gibt es noch eine $25 rabattierte Warbond-Version von der Valkyrie mit 120 Monaten Versicherung. Wer also noch auf die Valkyrie upgraden will, da ist gerade noch eine günstige Gelegenheit. Aber denkt dran, Warbond-Upgrades müsst ihr auch immer mit frischem Geld bezahlen. Ja. That's it. That's it. Da kann ich es überhaupt nicht mitreden. Nee, musstest du dich bisher nicht beschäftigen, ne? Mit wollte ich auch nicht. Upgrades, ja. Ja. So, welche Position haben wir? Ich 42. Bin auf 37. Alright. Sollte nicht mehr allzu lang dauern. Ich glaube, wir könnten... Ah, ich habe irgendwie Bock, nochmal diesen Trailer zu schauen, den ersten.
Können wir machen. Eis. Mir auch mal auf den Hauptmonitor. So. Sagst du Bescheid? Jawohl. 3, 2, 1, go. Greatness begins as a mere spark. Forged in conflict. Unity. The armistice has been signed. Ready to go, Zeus 1? Driven by progress. It is strength, grit, triumph. That greatness is in all of us. Standing together. United in purpose. Die können's einfach, ist einfach so. Jetzt mal eine Frage, ne? So, bei einer Minute 12, sagen wir mal 14. Eine Minute 14. Ja. Funktionieren die Triebwerke eigentlich auch nach dem Rückstoßprinzip? Oder? Weil wenn, dann weiß ich nicht, ob die Signale nicht besser festhalten sollten. Das du, hast, schon du hast definitiv zu viel Flugsimulator gezockt. Ich möchte aber so gerne auch so eine Idris und so mal. Ja, mal so richtig bemannen. Oh, ja. Mal in der Atmosphäre fliegen. Das ist so ein cooles Bild. Hammer hart. Jo, das kann schon einiges. Mal bei einer Minute 15, ne? Mhm. Wo man so auf die Schiffe drauf guckt von unten. Ja. Ist das links nicht so eine Piraten-Idris? Von den Farben? Oder schlechte Beleuchtung. Dieses Gelb-Grün, das ist so von den Sinus Red. Eigentlich ja. Hinter einem die Model ausgegangen. Ja, sieht so aus, so ein bisschen, ne? Ich zeige aber trotzdem, dass es alles Ingame-Assets sind halt, ne? Ja. Nichts Gefakedes oder so. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, die haben die Modelle ja fertig. Wenn sie für einen Render-Trailer solche Modelle nochmal in 3D nachbauen müssten, das wäre noch aufwendiger, als wenn sie ihre nehmen würden. Ja, das stimmt. Platz 20 bei mir. Schau mal, wenn du Hilfe willst, helfe ich dir eine zu kapern. Ja, nee. Theoretisch müssten die mir ja nur meine geben. Dann könnte ich damit ja rumfliegen. So eine Bilder, ne? Mein. Aber ich muss sagen, die Scorpius fügt sich gut in die UI-Flotte ein. Also das sieht ziemlich cool aus, das Ding, so neben der Vanguard und so. Es ist schon eine schöne Variation drin mittlerweile. Ja, das stimmt. Ich freue mich drauf, wenn man mal so wirklich multitechnisch was machen muss oder kann. Worauf ich ja so ganz groß hinfieber, ist so der Punkt, wenn 4.0 dann tatsächlich da ist, halt mit Sprungtor und Pyro. Mhm. Und wir dann so als Crew uns überlegen, okay, wir wollen jetzt alle zusammen, nehmen uns einen Abend, ne? Wollen jetzt alle zusammen nach Pyro. Was brauchen wir? Was brauchen wir an Schiffen, an Equipment? Wir brauchen einen Starfarer dabei oder ein anderes Tankschiff, wenn es bis dahin eins geben sollte. Und das Ganze so ein bisschen planen. Lebensmittel mitnehmen und alles, weißt du? Wir müssen das ganz genau planen, damit wir dann uns am Ende trotzdem ärgern können, dass wir alles vergessen haben. Aber? Ja, oder dass der Server gecrashed ist. Nein, das gibt's ja dann nicht mehr. Ach so, natürlich. Das ist dann abgeschafft. Hab ich ja vergessen, ja. Mhm. Okay, cool. Dann weißt du ja Bescheid. So, wir sind bei den letzten 14 angelangt. Da müssen wir jetzt nochmal gerade durch, Leute. Weil auf der Homepage gibt es tatsächlich sonst nicht viel Neues. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass sie da ganz viele Invictus Paints raushauen und so.
Da habe ich mich fast schon drauf gefreut. Vor allem bei der Scorpius hätte ich es mir super gerne in Invicta. Aber gut, wir haben ja auch noch keinen RSI. Vielleicht kommt das dann zum RSI-Day. Da hätte ich mir nämlich echt einen Invictus-Skin gewünscht. Aber ich habe gehört, in 3.17.1 ist jetzt auch der Stinger-Paint raus. Ne? Hier der Scorpius-Paint. Dieser besondere mit dem Skorpion obendrauf. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht gehört, oder Willi? Nee, absolut nicht. Nee. Was du auch mal, wenn du magst, zeigen kannst. Ich habe das von Jens TS. Ist das hier? Wo wir gerade schon noch so ein bisschen Zeit haben. Halt nochmal um. Großartig. Ja, ist schon schön, was die Leute da bauen. So. Das Stinger-Paint ist da. Sieht aber recht unspektakulär aus. Ja, das habe ich auch schon gehört. Dass er wohl von der. Also eigentlich sollte der ja so ein richtig leuchtendes Orange obendrauf haben und ansonsten ziemlich schwarz sein. Und der ist irgendwie eher so gräulich und das Orange ist auch so meh. Was natürlich schlecht wäre, weil, naja. Es gibt hier, ich komme gerade ins Hauptmenü, übrigens einen Post von Silo, also falls den jemand nicht kennt, der Chef der, also Community-Chef von CRG, der sagt, dass das, es gibt ein neues Event, ohne zu viel zu erzählen, und dass sich das schon triggert, ist nicht gewollt. Und das bringt die Server zum Absturz teilweise. Und da gucken sie gerade sich einen Hotfix für an. Aha. Okay. So. Werken an einem Hotfix hat. Ich invite. Und Rohan wird antworten. Und wir gehen ins Verse in 3, 2, 1, Action. Ich sagte Action. Jetzt. Jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Kennt halt auch jeder. Ja, das kennt echt jeder. Schön, schön. Ist jeder so grob in unserem Alter. Ja. So, wir müssen in die F8 noch rein. Ja, definitiv. Und ja. Wir müssen uns noch den Keller angucken. Ja. Und dann würde ich eigentlich am liebsten zur Flotte. Ja, Dito, da bin ich dabei. Okay. Na komm, Spiel. Und Sporting Clash. Ja, das wär's jetzt. So. Ah, langsam hier schon Sunset. Vielleicht geht hier schon die Sonne unter. Hallo, Aufzug? Da habe ich hier so einen Typen mit dem Aufzug und der ist einfach zu doof, die Taste zu drücken. Ja, am besten einmal zu und aufgehen lassen wieder. Mhm. Obwohl das wahrscheinlich schon gemacht, ne? Ist ja auch bei mir ein bisschen delayed. Ja, ich bin schon unten. Ah, da ist er ja. Triggert mich, dass die Anzeigefelder im Aufzug auf einmal wieder blau sind. Die waren immer grün hier, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, naja. Ich meine auch, dass sie hier grün waren, ja. Wie findest du eigentlich die 400i? Gerade für solche Events ist die doch perfekt, oder? Sie ist extrem schnell, hat eine angenehme Größe und genug Luxus an Bord, um solche Events richtig genießen zu können. Das ist grundsätzlich richtig. Eigentlich keine Einwände, ja. Für solche Events sind die eigentlich tatsächlich ganz schick. Was generell einfach ein sehr gut gelungenes Schiff, finde ich. Ich bin zwar nicht so der Origin-Fan,
aber die 400 I, der Platz ist einfach super genutzt, die ist zweckdienlich. Perfekt so für drei Mann zum Rumkusen. Ja. Sollen wir hier einmal ein bisschen Kettengas geben? Das kennen ja jetzt alle. Also, ja. Weiß ich nicht. Ich dachte gerade, da oben bei dem Krankenhaus, wenn du da so übers Dach guckst und siehst halt hinter den Wolken die Sterne. Das halt. Jo, stimmt. So, was war mit Kettengas? Was müssten wir denn erwischen? Erwischen müssen wir nichts. Ich dachte, das hier haben jetzt schon alle gesehen. Keine Ahnung. Ja, das war. Was ist doch so eine schöne Abendrotstimmung? Das ist so wahnsinnig romantisch. Erstmal hier schön hinsetzen. Ich bin der Lümmel von der letzten Bank. Ah, das war in der Schule immer so. Immer so weit wie möglich hinten sitzen, weil genau. Voll vorne war die böse Autorität in Form eines Busfahrers. Der Busfahrer war immer cool damals. Wir haben uns eigentlich immer hinten hingesetzt, weil der wusste ja auch, dass wir dann immer am liebsten hinten sitzen. Und der ist dann immer bei uns über die schlechten Straßen voll drüber gehoppelt und wir hatten so einen Ziehharmonika-Bus, weißt du? Und die haben dann hinten in der letzten Reihe, wurde dann richtig hochgefedert. Das war voll lustig. Ja, so Spaß gibt's heute ja nicht mehr. Timing ist schon geil mit der Sonne da hinten. Alter, geh doch mal nicht auf den Nerven hier, Junge. Wann soll man eigentlich auch in solchen Bereichen die Waffe ziehen können? Kannst du? Nein. Gut. Aber die Frage war, wann kann man das? Ich habe erst da einen verlangt. Wann man das kann. Achso, ja, gut, das habe ich durchaus auch. Aber ich habe hier keine Waffe dabei. Ja, soll man können werden, wenn man dann hier durch die Kontrollen und so weiter reinkommt. Aber wie Chris ja so schön sagte, zu 3,5 noch nicht. Hör mal vor, du stellst dich genau vor den hin. Und haust dann zu, aber nicht auf seinen Kopf, sondern auf die Lampe an seinem Kopf. Ah, das ist ja schön. Kauf dir mal einen vernünftigen Anzug, Junge. Echt mal? Eslon. Ja. Du läufst hier rum wie ein Formel-1-Rennfahrer. Komm, geh raus. Hopp. Hast du schon die Fanscon-Gelände oben gesehen? Die Fanscon-Gelände? Was meinst du? Ja doch, die Fanscon. Oh, oben am Airport, da ist der Eingang von der Drake Defense Con. Den hatten wir eben. Ach so, ja, da. Ja, doch, hab ich. Kriegen wir den noch? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Nee. Und weg ist er. Oh! Du Penner, bleib hier! Wie blöd er uns hinterher guckt. Das hat er absichtlich gemacht. Das war auch so geil, als Martin mal im Zug auf Area 18 genau vor der Nase weggefahren ist und hat er das Winken belegt auf einer Taste. Ich hab mir noch aus dem Zug raus zugewunken, so. Der blöde Sack. Oh ja, Noah. Die Musik hier ist einfach großartig. Jo. Da kann man noch mal auf sein Taxi warten. Ja, das geht schon. Wenn dieses Wolkengekrissel nicht so krass wäre bei mir. Ja, mir auch. Ah, der Mini-Schnuffi ist bei uns auf dem Server. Das Shuttle. Ja. Der Shuttle? Das Shuttle? Egal. Das Shuttle. Bist du dir sicher? Ja. Willst du, dass ich aufhöre, nachzufragen? Ja. Und jetzt fragt er auch nur umso mehr. Ist mir klar. Nee, ich auch. Und das meine ich halt, weißt du? Du hast hier diese geile Musik, da kommst du an, ne? An so einer total epischen Location und dann so, blum, nix. Hast du recht. Hätten sie auch so einen schmissigen Ententanz starten können oder so. Ja, genau.
Gummibärchenbande. Willkommen zu Invictus Fleet. Ja, das wäre immersiv. Ja, absolut. Der Soundtrack ist auch einfach so scheiße gut, ne? Ja. Ja, ja. Pedro Camacho. Ja, auch. Ja. War auch wirklich schön, was der Moment hat eine Mail. Ja. Was ja einer der Devs dazu gesagt hat, dass das Event einfach so triggert, ne? Und dann wurde er gefragt, ob das gewollt ist. Und von ihm kam nur, nein, es hat sich selbstständig gemacht und widersetzt sich seinen Meistern. Now arriving at the Vision Center. At the Vision Center. Now arriving at the Vision Center. Da hat man aber gemerkt, was im Nachhinein eingesprochen wurde. Ja. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Ganz andere Stimmung bei Nacht. Wie besser. So immersive. Willkommen zur Schön. Auf einmal bilden hier alle wie nennt sich das, wenn alle Leute so sich so an Schultern packen? Polonaise. Polonaise, genau. Dann bildet sich auf einmal hier von den NPCs, weißt du, und alles geht voll ab. Das wäre geil. Total die epische Ankunft, weißt du. Dann kommt sie an und ey, NPC. Da guckt er mich doch komisch an. Soll man dir was mitgeben? Kann ich doch nicht komisch angucken. Ich erwähnte es bereits, aber was freue ich mich drauf, wenn die FPS-Charaktere nicht mehr so hin und her zuppeln, ey. Mhm. Das nimmt so die Atmosphäre raus, ne? Ihr angereist und beim Aussteigen direkt durch den Boden gefallen. Ah, gut. Ah. Mit einer Marschkapelle klingt alles episch. U.S. Navy, United in Purpose. Hello and welcome to the Invictus Expo Hall. Ich meine, haben wir uns mittlerweile schon daran gewöhnt, ne? Aber wie cool ist bitte eine Ingame-Messe? Ja. Ja, tatsächlich. Du bist auch keinen anderen, der das macht. Nee. Also wirklich gar keinen. So, direkt zu Legionär oder was? Nee, wir wollten noch einmal in die F8 einsteigen. Genau. Ach, ja, genau, einmal F8, ja. Ja. Das hier ist auch cool gemacht mit den NPCs gemacht. Die stehen hier an. Jo.
Lappen eintragen, zum Registrieren. Ja. Hier, der eine guckt dem anderen über die Schulter. Na, wie heiße du Lappen? Ja. Hier, geh mal Arbeit hin. Los, trag dich ein. Ja, aber Schatz, mir könnte was passieren. Lass, trag dich ein jetzt. Gekohl. Ja. Schick sollen direkt zu mir geschickt werden. Oh, ist das eine Wumme hier? Was ist das hier? Warte mal, CF557 Gathering Repeater. Die 55? Dann müsste das eine SS5 sein, oder? Ich meine, die haben die jetzt mittlerweile so benannt, dass die zu den Größen passen. Ja, haben sie 237er ist ja eine Panther, 227er ist eine Badger. Also müsste das hier dann entsprechend die Size 5 sein und das hier dann das die hier Size 6. Das hier ist die 6er. Mhm. So, und jetzt überleg dir mal, in der Größe gibt es auch eine Apocalypse Arms Gatling. Ja. Das Ding ist Gott. Fast so groß wie eine Aurora. Ja, die verschießt Kleinkinder. Das ja. Ist schon... Kleinkinder. Der Große passen nicht in die Läufe. Ja. Ach nee, was schön. Will ich für meine Saber die Size 6 Gatling? Vier Stück. Oder nur den Size 6 Laser Repeater. Davon vier Stück drauf. Ja. Muss ich dich ja dann mal rückwärts gehende Wand stellen, weil sonst wird das Ding nicht mehr nach vorne fliegen, wenn du damit feuerst. Muss ja nicht doch. Geht schon mal, wenn du magst, schon mal weiter? Also ich will das auf jeden Fall mal lesen. Okay. Verteidigung gegen alle, die uns angreifen oder die Menschen bei uns angreifen und überhaupt. Feier ich so ab, ne, wenn es so Rollen gibt auf dem Flugzeugträger hier. Oh ja. So. Oh ja. Und so Shooter wie der hier. Safax. Hallöchen. Loot Squadron. Ja, ja, Squadron 214. Sehr clever. Lohnt es sich jetzt, die Charakter zu kaufen? Ja, die nächsten 5 Minuten lohnt sich. Los. klar. Also wir hatten eben schon mal das Gespräch über die Carrick, dass das echt ein guter Allrounder ist. Wenn du ein paar Leute hast, mit denen du das Schiff betreiben kannst, super. Wenn du alleine bist, dann wahrscheinlich eher nicht so. Super. Oh. Ah. Und ist gut da drin, oder was? Oha. Wir haben hier drin 2 M6A Laser, das müssten Size 4 sein. 4 M5A Laser, das müssten Size 3 sein. Und 2 Panther Repeater, das sind auch Size 3. Also 6x Size 3, 2x Size 4 hat die. Und Exterior. Was ist das? Ach, das ist die Haube vorne. Jo, kannst mich hier in 2 Stunden abholen. Okay. Mem, mem. Tschu, wusch. Gut, alte Wusch. Ja, ist schon cool. 4 MFDs, die wird richtig gut werden. Die wird richtig gut werden. Schick. Ja, muss auch mal reingehen. Ja, mach ich. Er steckt ein, bevor die Treppe da ist, aber ansonsten. Ja. Ui, was haben wir da? Genau. Da. 2x M5er, 2x M6er, noch 2x M5er. Ja. Alter Schwede. Ja. Oh.
Power kann man immer an- und ausmachen. Ah, das wäre so schön, wenn man jetzt damit hier durch die Halle fliegen könnte. Damit durch die Halle. Bin mir nicht sicher, ob das nicht eine größere Qual wäre als Freude. Ja, wahrscheinlich. Muss ich aber, als sie, welches Schiff war das? Nicht die Pisces? Nee, sondern die... Ach Gott, die kleinen Snapfighter hier. Wie heißen sie? B-52, Merlin? Ja, genau. Die konnte man auf der letzten Invictus, konnte man die abkuppeln von der, Conny. Von der Conny, genau. Konnte damit hier rumfliegen. Wurde dann gefixt, aber erstmal war es witzig. Eieiei. Ja, nice. Schick, schick. Ihr Meister, pack mal ein, zweimal F8, bitte. Genau, so mitnehmen, ist unterwegs. Ja, F8 Happy Meal, danke. Ja, dann gucken wir uns mal den Keller an. Ne? Jo. Dann geht's mal in den Keller. Auch so Wachen, die gab es vorher auch nicht, oder? Nee, ich meine nicht. Und die hat ein Gesicht fast, wie du sie immer dir gestaltest, das Mädel. Ja. Ich würde auch gerne hier ein bisschen stehen. Soll ich euch beide irgendwie... Hi. Geh mal weiter. Naja, bei der Hand eher nicht. Da unten. Ich tue die Hände an von... okay, warte ich. Warte, ich guck. Ja. Ja. Aber sie sieht sehr glücklich aus. Irgendwie guckt sie auf die runter. Was macht der Spacko damals? Wie sie mich anlächelt. Ja, ja. Ja, mir ist ein LKW über die Finger gerollt und interessiert mich nicht. Ich bin trotzdem glücklich. Ach, schön. Beißt sich immer ein bisschen auf die Lippe. Jetzt haben wir diesen Joyful Pain Gesichtsausdruck. Geh mal zum Doktor hin. Ist echt ein Tipp. Ja, genau du. Vielleicht kriegt er das nochmal gerade gedengelt. Irgendwie mit dem Schraubstock oder was? Ich weiß nicht. Aber schön gesehen. Das ist ja okay, dass ein Gesicht lebendig sein soll, aber kein Mensch zappelt so rum mit Mund und Augen und... Ja. Was mit dir? Boah, sieht die gelangweilt aus, mein Gesicht. Ja, Alter, was willst du machen, wenn du hier seit Stunden stehen würdest und sich das Ding einfach immer nur vor dir dreht? Überleg mal. Schaut mal, Kinder, Big Ben. Das Parlament. Naja. Richtet halt bezahlt, ne? Ja. So voll die Verschmutzungen am Triebwerk oder Abnutzungserscheinungen hinten. Ja, sowieso wear and tear, ne? Das hatten die vorherigen nicht letztes Jahr. Ja, ein bisschen hat die das ja, die ist schon ziemlich deutlich sogar, ja. Ja, wollte gerade sagen. Ja, die ist aber nicht Blue Angels-like. Nee, aber echt mal, ey. Die sind ja immer Picobello. Naja. Wird überall gespart, ne? Inflation. Ist auch schön, der Spruch, ne? Invictus is a great opportunity to see your Texas at work.
auch wahr. Was wolltest du sagen? Ich hatte gerade überlegt, wenn wir nachher zur Flotte hochfliegen, könnten wir ja zum Not mal meine Scorpius mit dem neuen Paint nehmen. Und wir können da ja beide rein. Ja, das können wir gerne tun. Dann aber auch nicht nur zur Not. Können wir auch so machen. Das ist wahr. Hohes Tier von Crusader Industries. Das sieht aus wie so ein russischer Schläger. Ja. Deswegen gehen wir jetzt auch langsam weiter. Ganz unauffällig. Hey! Lower Level. Eigentlich gehören hier 20 mal so viele NPCs rein. Die sich dann aber auch logisch verhalten. Ja. Und vor allem nicht mit aller Vehemenz durch einen durchgehen, sondern ja, dann eben auch schön das ausweichen. Was haben wir denn hier? Eine Spartan. Nee, eine Ballista. Ballista. Das stimmt. Auch ein schönes Ding, ne? Ich meine, klar, muss man wissen. Mich persönlich triggert ja immer noch, dass die Radkappen nicht zentral sitzen. Aber gut, ist halt eine Designentscheidung. Kaufe ich das Ding halt nicht. Aber ansonsten super. Ja, ist schön. Auch in dem Trailer, ne? In dem Sandstorm-Trailer. So gut, was sie da mit den Raketen geschossen haben. Oh ja. Aber stimmt schon. Ich finde etwas schade, dass jetzt zum dritten Mal in Folge dasselbe Messegelände, weißt du? Ja. Da mal so ein bisschen mehr Varianz rein, das wäre ganz cool. Stell dir mal vor, die haben später ein Spiel relativ fertig und die haben wirklich Kapazitäten für sowas, weißt du? Ja. Um sich um sowas mal kümmern zu können und so. Ah, hier haben wir die Time Wall wieder. Nice. Ah, hier haben sie es untergebracht. Was ist mit deinen Händen? Ja, die sind in Ordnung. Er guckt aber so, als hätte die Kollegin sich die Finger bei ihm verbogen. Naja, okay. Die ist schon cool, die Time Wall. Wir haben nicht bemerkt, dass wir einen Raid kriegen. Ah ja, doch. Oh, Spieler Blau hat geradet mit 60 Personen. Hallo. Ernsthaft? Oh. Ja. Wieso sind meine Alerts aus? Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt kaputt? Ja, grüß dich, alle miteinander. Das, crazy. Vielen, vielen Dank, Spieler Blau. Crazy? Wieso sind meine Alerts aus? Ich bin gerade echt ein bisschen baff. Das kann ich dir auch nicht beantworten, du. Okay. Jetzt haben wir hier vorne, ist das auch die? Ich hatte eben ein bisschen Internetproblemchen. Meine Netzwerkkarte ist irgendwie abgeraucht und deswegen bin ich auf WLAN umgestiegen. Und seitdem steht hier irgendwie auch in meinem Anzeigefeed nichts mehr. Werde ich für morgen fixen, sorry. Aber vielen, 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 vielen lieben Dank und ganz herzlich willkommen. Wir sind natürlich auch auf der Invictus Launch Week. Was habt ihr denn Schönes gemacht mit Spieler Blau? Ihr wart wahrscheinlich auch auf der Invictus. Seid ihr denn schon durch mit Messegelände und mit allem? Oder wie oder was? Oha. Oha. Genau. Das finde ich immer so schön. Ey, geht der Mofa nicht an? Oha. Hinten haben wir noch Spartan, ne? Was war hier noch? Jo. Ja. Spartan. Das war ja der Mannschaftstransporter, nicht? Der ist irgendwie auch so komplett an mir vorbeigegangen. Genauso wie die Raft. Ja. Ich weiß nicht. Acht Personen auch?
Ja. Ist halt Auto mit Platz, ne? Ja. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Spartan braucht oder nicht. Oder ob man die 8 Leute nicht auch irgendwie anders transportieren kann. Ja. Muss man halt mal sehen am Ende. Ja, ich denke mal, dafür wird es schon noch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten geben. Deswegen ist er recht schwer gepanzert, aber er ist sehr weit nach hinten hinaus. Sind diese Klapptüren bei der Spartan nicht unglaublich unpraktisch und schnell abzusetzen? Das ist auch wieder richtig, ja. Das ist auch wieder richtig. Das sind halt so eine Art Rollstuhlrampen hier, ne? Weißt du, die Animation, wenn du in eine Hornet einsteigst oder so, die Leiter, die piekt ja fast die Augen aus beim Rausfahren. Und da ist es eigentlich gar nicht so nötig, dass die so krass schnell ausfahren. Und hier so eine Rampe mit schnell evakuieren. Genießen Sie jetzt die Aussicht. Ja. In 3, 2, 1. Fehlt nur noch, dass hier so eine Schranke hochfährt. So. Danke fürs Aussteigen. Bitte halten Sie Sicherheitsabstand. Genau. Crazy, Leute. Naja, gut. Spartan hin oder her. Ich hätte einen mobilen Schildgenerator cooler gefunden. Vielleicht kommt der ja noch. Alright. Links oder rechts? Ja, das ist, kannst du jetzt entscheiden. Das sagt viel über dich aus. Überleg's dir gut. Dann sag ich rechts. Aha. Ich bin nämlich Linkshänder und ich bin nicht immer gerne... Also, wenn ich schon Linkshänder bin, dann... Nein, okay. Also, rechts lang einmal? Ja. Lassen wir das einfach so stehen. Keiner von uns hat sich ein Bild im Kopf ausgemalt. Was ist das denn? Das sieht doch astrein aus wie eine Crucible, oder? Crucible. Ja. Was ist denn hier für ein Auflauf? Crucible. Echt mal, ne? Ja. Prinzipiell stehe ich ja auf Aufläufe, aber... Naja. Ja, ist auch so ein Ding, ne? Ich habe es eben auf der Homepage noch gesehen und gesagt, eigentlich ganz, ganz, ganz merkwürdiges Ding, worüber auch echt wenig geredet wird. Man kann die Nummer, ich weiß doch gar nicht mehr. Die ist ein Reparaturschiff. Also eigentlich hast du die auf den Konzeptbildern gesehen, dass die an der Außenseite von der Idris mit irgendwelchen kleinen Roboterärmchen was repariert hat. Und die hat halt auch diese große Bucht da oben drauf, wo also bis zu einer Hornet-Größe drin landen kann. Dann fahren die Touren zu und dann kann die da drin repariert werden. Stimmt. Auch schon mal angekündigt, ne? Aber. Ja. Aber ich frage mich halt trotzdem, warum man so ein Ding jetzt dabei haben muss, wenn man zum Beispiel auch eine Idris oder eine Kranken dabei haben könnte. Was kannst du, was die anderen nicht können? Genau. Ja. Genau. Außer billiger Geldkosten. Das ist richtig, die kostet nämlich nur $350. Ist aber auch ein Schiff, was sie eigentlich theoretisch hätten bringen können. Gut, hat keinen Nutzen, aber man könnte zum Beispiel sowas machen wie bei den mobilen Reststops, wenn ein Schiff gelandet ist, dass man halt auftanken, aufmunitionieren und blip und blub wieder anfordern kann. Ja. Und haben sie ja jetzt mit der Star... Fahrer auch reingebracht. Aber ich finde auch das Design merkwürdig, muss ich sagen. Nicht meins. Ist auch nicht meins. Ui, der Artikel ist online. Genau, GameStar. GameStar-Artikel ist online. Ja, schau ich später mal. Ja. Like den Artikel, nee, den Kommentar von dir da mal. Sag mal, Veli, der hat Ahnung. Der muss zum Präsidenten befördert werden. Schreib das mal da drunter. Ja, die ist tatsächlich bei der GameStar nicht schlecht. Wenn man da ein Feedback gibt, dann hilft das. Naja. Dem Ding kannst du Idris. Kannst du halt nicht reparieren, ja, okay, aber. Ja. Muss ich auch mit anderen Sachen machen. Gut, also mal gucken, was sie kann. Vielleicht kann sie das Reparieren auch einfach in manchen Situationen schneller oder besser, effektiver. Also da sind ja so viele Variablen mit dabei, von denen man noch gar keine Ahnung hat. Mal schauen. Ich bin halt gespannt, ob man später so ein Schiff, also eher so eine Crucible an die Seite von der Idris manövriert, um die dann mit diesen Roboterärmchen zu reparieren, weil das Schiff ja auch nicht gerade klein ist hier, die Crucible. Ja. Oder ob man lieber so eine Vulkan nimmt, wo Reparaturdrohnen halt ausgesandt werden können, die aber viel
schneller an Orte kommen können. Denn ich denke ja mal, das ist sowieso keine strukturelle Instandsetzung von einer Hülle oder so, was das Ding kann, sondern das kann ja wahrscheinlich auch nur Löcher stopfen oder so. Vermutlich, ja. Mal gespannt. Mal gespannt, ah, Leute. Mal schauen. Da können sie im Grunde draus machen, was sie wollen, nach wie vor. Ja, das ist mir auch egal. Aha. Die Legionär. Ein nicer Legionär. Ja. Der erinnert auch wirklich so gar nicht an Halo. Komplett die Pelikan aus Halo. Egal. Egal. Da hängt immerhin noch kein Rover hinten drunter. Ich hätte jetzt echt noch gefeiert, wenn sie da hinten unter den Bobbes noch mit so einem Seil noch einen Cyclone drunter gehangen hätten oder so. Oder dann einfach die Wendler Edition, wo dann einfach immer der Pilot singt, egal. Oh mein Gott, oh Scheiße, Entschuldigung. Du wirst das selber am meisten bereuen, von daher ist alles gut. Ja, es tut schon weh. Ja, das wird also das neue Konzeptschiff von Anvil Aerospace, liebe Freunde, die Legionnaire. 32 Meter lang, 24, irgendwas Meter breit und um die 10, 12 Meter hoch, je nachdem wie die Triebwerke stehen. Innen drin Platz für 8 Marines, vorne eine Dockingschleuse, die auf sämtliche Größen von Dockingschleusen von Stationen und auch von Raumschiffen passen soll. Hier vorne unterm Cockpit soll das sein. Und ja, dann haben wir an Bord oben in der Brücke bzw. in dem Cockpit Platz für 2 Personen, einmal den Piloten und einmal einen Hacking Officer, der dann also dafür sorgen kann, dass die gegnerischen Gegenmaßnahmenschleusen entsprechend deaktiviert werden können. Und man dann dran andocken kann ans Schiff und mit den 8 Marines das Ding boarden soll. Davor gibt es natürlich auch noch so Locker Rooms mit irgendwelchen Ausrüstungssachen für die Marines. Die können die da alle verstauen. In den Texten steht halt auch, sie soll sich anschleichen können. Ich frag mich halt immer noch, wie man mit so einem Ding an der Seite von der Idris sich schmuggeln soll, ohne dass man da auffällt. Stichwort Scanner, Stichwort Außenansicht, Stichwort alles Mögliche. Und dann da irgendwas aufmachen soll, ohne dass das die Point-Defense-Systeme der Idris mitkriegen. Also vielleicht irgendein Tarnsystem halt. Ja, davon steht aber nichts drin. Also das steht nicht, die ist besonders gut getarnt oder so. Klar, mit dem Hacking könnte man halt theoretisch die Scanner der Idris manipulieren. Vielleicht gibt es sowas, E-Warfare, ne? Stichwort E-Warfare. Aber ist schon sehr spannend, das Ganze. Guck mal, was hier steht. Mal. And the operation calls for a hostile takeover. Ja gut, nichts wirklich Aufschlussreiches dazu jedenfalls. Und was man auch schon sagen kann, ist, dass die ein sehr instabiles, sehr instabile Landeposition hat. Ne? Weil sie landet auf den vorderen Triebwerken und auf diesen beiden Stützen, die da so an den Rumpf rangeklappt sind. Und das Einzige, was noch stabilisiert, ist die Klappe, die sich hinten ausfahren kann, worüber die Marines dann auch ihren Raum betreten oder verlassen können. Sie ist also auch noch so ein halbes Dropship daneben. Aber solange die Klappe hinten nicht ausgefahren ist, sind die beiden Standfüße, auf denen das Schiff steht, wahnsinnig eng beieinander und damit wird das wahrscheinlich auch eine echt wackelige Geschichte. Bin mal gespannt, Das erfordert dann aber wirklich Multicrew-Gameplay, wenn das so kommt, initial, wie es angedacht ist. Du musst ja sonst dann die Luft aus dem gegnerischen Schiff, um sie zu stehlen, richtig? Das ist ja auch eine schöne Idee. Ja, also sieht cool aus, aber ist auch tatsächlich nicht so teuer, ne? Ich finde mir... Also ja, 100 Euro oder so, ne? 120, ja, 120 ne? Dollar als Store-Credit-Version. Ich, bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich die Größe ist mit den 32 Metern. Weil ich kann es mir irgendwie so schlecht vorstellen. Ich meine, das ist. Wie groß ist eine Vanguard? Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt. Ich wollte echt gestern noch nachgucken. Ist die 32, 34, 36, 38 irgendwie so um den Dreh? Das sind halt 32 Meter für so ein Schiff mit 8 Personen, die da noch drin sein können. Gut, gibt es natürlich bei der Hoplite auch, bei der Vanguard, dass da Leute mitfliegen können als Dropship, aber. Das hier ist deutlich breiter halt als ein Vanguard, ne? Aber nicht länger viel. Ja, ja und du aber verlierst halt den gesamten hinteren Teil. Ja gut, okay, das hast du bei der Vanguard auch durch die hinteren Triebwerke. Da ist ja auch kein wirklicher Platz zum drin rumlaufen. Redface, vielen Dank für dein Prime-Abo. Ich habe zwar wieder keinen Alert, sorry, ich weiß nicht, warum die gerade kaputt sind.
Aber ich hoffe, dass du mir nicht zu böse bist und freue mich natürlich trotzdem über dein Abo. Vielen Dank. Ja, Also Abwarten. Ja, abwarten müssen wir. Ne? Aber Pilot, Co-Pilot und 8 Leute in so einem relativ kleinen Schiffchen. Ja. Ja, dann kommt noch dazu, dass sie 3 Size-1 Schildgeneratoren hat und eine ziemlich heftige Panzerung. Also geht von der Panzerung, Panzerungslevel her Richtung Terrapin. Ist dann auch die Frage, wie gut das sein wird. No. Na, mal gucken. Richtig. Bis Boarding so wirklich Sinn macht, ist ja eh auch noch wieder was hin. Beziehungsweise möglich ist überhaupt. Das ist richtig. Aber auf jeden Fall eine ganz nette Ergänzung. Mal gucken, wann sie dann wirklich ins Spiel kommt. Eigentlich dürfte das ja auch nicht so wahnsinnig lange dauern müssen. Frage ist natürlich, ob sie es wollen, aber ja, von dem, was das Schiff können soll, mit dem Docking und so, wäre es möglich. Und jetzt drüber diskutiert zu Ende des Jahres als so grobe Einschätzung. Halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich. Ja. Ich habe in letzter Zeit irgendwie immer mehr das Gefühl, dass Schiffe diese Momente konzeptionell anbieten, dass sie die gar nicht vorhaben, in nächster Zeit zu releasen. Irgendwie. Weißt du? Weil wenn sie vorhaben, ein Schiff wirklich ins Worst zu bringen, dann machen sie es meistens als Flight-Ready-Sale irgendwie. Oder Drive-Ready-Sale, je nachdem. Oder ansonsten verkaufen sie es als Konzept und lassen es erstmal liegen. Ne? Das ging irgendwie so, seit der Nautilus, finde ich, ist das so. Das war so das erste Ding, wo ich gesagt habe, das könnten sie eigentlich bald einbauen und Minenleger und kann man ja da mal ausprobieren und irgendwie kam dann überhaupt gar nichts mehr dazu. Vor allem hieß es bei der Nautilus zwischendurch, die sei fertig. Ja, ja. Also. Aber das heißt zwischendurch, von Anfang an eigentlich. Auf dem Edges-Event haben die noch geschrieben, ja, hier wird drüber geredet, dass die fast fertig ist und klar. Naja. Mal kurz im Bad. Ja, das stimmt. Wenn sie sie für Squadron 42 fertig kriegen wollen, dann werden sie wahrscheinlich bald dran arbeiten. Mal gucken, ob es dann tatsächlich so ist. Ja, und dann haben wir hier vor uns noch die Liberator. Dieses, merkwürdig designte Anvil-Trägerschiff, was wir bei der letzten CitizenCon als konzeptionell bekommen haben. Sieht halt merkwürdig aus, finde ich immer noch. Hat 3 Landeplätze auf der Hülle, hier oben drauf. In der Mitte können 2 Schiffe landen. Hier vorne drauf kann nochmal ein kleines Schiff landen. Ich glaube, oben drauf, das sind 2 Smallpads und vorne, das ist nicht ganz ein Smallpad. Sollte aber ansonsten trotzdem passen. Und dann haben wir da auch noch ein Garagentor. Und unter den beiden Smallpads, die wir oben drauf haben, haben wir dann auch noch eine Garage für Fahrzeuge. Joa, so ist das. Ein paar Gefechtstürme, das Ding noch. Stört mich immer noch, dass ein kleiner Träger keine Krankenstation hat. Das ist auch wahr. Ja. Aber sie wollten ja möglichst die Krankenstation nur auf die Schiffe ab. Das hatten sie gesagt, so Perseus-Größe, ne? Also so 150 Meter plus. Da sollten dann die Krankenstationen drauf. So. Boah, findest das Schiff hat was? Ja, ist ja in Ordnung. Also, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. No front, aber muss ja nicht jedermanns Geschmack sein. Ich finde aber auch, dass das so ein bisschen angenehm schlicht, rustikal. Aber passt so zu den restlichen Anvil-Schiffen, findest du? Nee, das vielleicht eher nicht so. Ich würde es jetzt eher bei Drake einordnen, eigentlich. Ja, hinten auf jeden Fall. Wenn ich mal sich so vorne die Bereiche anschaut. Wo ist meine Kamera hin? Da. Hier vorne die Bereiche so anschaut. So. Das sieht schon alles ziemlich nach Anvil aus. Das ist schon in Ordnung, aber Seite geht vielleicht auch noch, aber hinten geht halt. Das ist halt irgendwie komplett fremd mit diesen großen Fallverstärkern, die da hinten drin gebastelt haben. Moin Bahamut und Prösterchen. Grüß euch, grüß dich. Sehe ich auch nicht wirklich als kleinen Träger, sondern eher als Transporter. So wie LKWs die Autos transportieren. Ja. Macht denn der NPC da oben? Ich sehe keinen NPC oben. Doch, da oben an der Decke. Der schwebt. Den sehe ich gar nicht. Also bei mir nicht. Ja, über mir. Ne, ist bei mir keiner da.
Naja. Ja, schick. Schick, schick. Ah, hier unten ist er bei mir. Bei mir ist er hier unten im Boden. Okay. Ach, Kratzer verpackt. Und kratzt sich am Hals. Der Eumel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf Richtung Spaceport. Okay? Jo, 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 jo. Schauen wir mal. Ja, das war der erste Anvil-Tag auf der Messe. Ja. Gut, Überraschung hatten wir, sonst wäre es jetzt hier natürlich noch ein bisschen spannender gewesen. Ja. Ja, das fand ich nicht so optimal, deren Herangehensweise hier. Ja, fanden viele nicht. Aber es ist wahrscheinlich das, was sich am meisten auszahlt, weil dann doch die Leute vielleicht... Weiß ich nicht. Ich kann es halt total schwer einschätzen, ob es mal aus Marketing-Sicht für die Verkaufszahlen gut ist, sowas zu machen oder schlecht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber aus dem Bauch aus würde ich sagen, dass alle sagen, boah, krass, muss ich haben, wenn sie das ja hier zum ersten Mal live sehen. Oh. Die Rio-Anlage, kein Triebwerk, ja. Ja. 29 Grad und es wird noch heißer. Habt ihr 29 Grad oder was? Meine Bude hat 29 Grad, trotz Klima auf voller Pulle-Gedönse. Eieiei. Das ist echt ein Trauerspiel. Vor allem, ich muss hier drin noch pennen. Das wird echt warm. Boah, der Computer, der ballert so eine Hitze raus. Das ist unglaublich. Ja, Computer. Bin mal gespannt, ob jetzt im Juli dann oder August tatsächlich schon die neuen 4er RTX-Karten kommen. Mal gucken. Noch mehr Watt, die sie aufnehmen. Das wird super für die Abwärme auf jeden Fall. Ich nur kalte Getränke, das ist eine gute Idee. Ich habe nur noch lauwarme Getränke. Ich habe mir gerade ein schönes, kaltes Bier geholt. Das freut mich für dich. Mich auch. Hier sind 18 Grad, echt jetzt? Ich muss gleich mal gucken, wie warm es draußen ist, sonst muss ich mal die Tür aufmachen. Ever want to see what life is like aboard a capital ship? This year's Invictus is offering a rare opportunity. No, dann los, dann fahren wir mal los, nicht? Jo, mach hier mal schon mal den Paint auf die Maschine. Mach ich später. Aufzugstür geht kannst auf, ja, beide machen ihr Mobiglas aus, wie im echt Leben. Im Shuttle kannst du das ja machen, hast du genug Zeit. Ja. Ich geh falsch. Da. Die AMD-Karten ein bisschen mehr gespannt, okay? Also nicht du jetzt, sondern hier der Sinus. Ja. Ohne große Ahnung zu haben, ich glaube, falsch macht man da generell nichts. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Vor allem Konkurrenz belebt das Geschäft. Da tut sich jetzt jedenfalls wieder mal richtig was auf dem Markt. Da-dum. Oh. Oh, da kommt ein Shuttle. Sollen wir eben rennen? Ja! Lauf, Forrest! Hui! Mein Gott, der Typ hier. Ein RGB-Krieger. Oder? Ja, aber ehrlich, ja. Kriegerin. KriegerInnen. Weiß ich nicht. Du KriegerIn. Einfach mal Krieger gegendert. Crazy. So. Warte mal, ich. Ah, der hat den Nerf Gun dabei, der Sack. Oh nö. Ah, jetzt hat er mich auf dem Kika. Ah! Hör schon mal, dass ich mich umziehe. Ungewöhnlich ist. Ich finde es cool, solche Leute zu sehen.
Na, ich weiß nicht. Ja, es ist was anderes, schon richtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das dann am Ende... Also wenn es wirklich mal eine Ausnahme ist, dann ja. Aber wenn jeder so komplett crazy rumläuft, es nicht darum geht, dass irgendwas gut zusammenpasst oder so aussieht, wie man es im echten Leben tragen würde, sondern nur darum, anders auszusehen, dann wird das schwierig. Yep. Endlich wieder in dunkle Atmosphäre. Da fühlt sich der Knusper doch gleich viel wohler. Wer fliegt, wer filmt, wer macht, wer tut? Der hat aber gut Zeugs dabei hier, der Typ. Ich wollte noch mein Schiff individualisieren im Shuttle, ne? Ja. Wie gesagt. Das ist eine gute Idee. Hab mich lieber mal umgezogen für den Fall. Irgendwie raus müssen oder so. Scorpius. Nein, wir sind da, ne? Naja. Last call for passengers. Oh. So, jetzt kannst du erstmal. Ja. Das da. Jetzt mal bitte weg. Okay. Hey, third person. Was nehmen wir denn hier? Was hast du denn für einen Anzug? Aslan. Geh mal in Aslan-Partner-Kombo. Warst du schon richtig? War das da oben das? Ja. Ah, das da. Die Nummern waren das. Das da und das da und noch eine Buchse. Ah, das da. Und dann noch ein Helmchen. Geht auch mit Doppelklick, ne? Echt? Ja. Das ist ein Tipp. Jawohl, geht auch mit Doppelklick. Das ist super. Helm ist normalerweise ganz oben. Ich habe mittlerweile schon. Ah, okay, da, ja. Machen wir das noch dran. Also mit dem Doppelklick ist ja schon ein super Tipp. Also, super Tipp. So, dann kommt noch eine Pistole dran. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir hier so eine, oder das hier? Nö, auch nicht. Und hier mit so einem Glimmerblums. Komm, hätte cooler Pistole. Passt auch zu der Aslan. Okay, ready. Okay. So. Achso, warte, ich muss den Scorpius noch. Bevor ich das vergesse und wir rufen die und dann kriegen wir sie nicht mehr. Scorpius. Paints. Stinger Page. So, müssen wir sonst irgendwas umbauen? Hier ist ein Military B drin. Industrial C. Das ist nur Standard. Bist du gut im Fliegen? Gut genug, um da hochzukommen, auf jeden Fall. Gut geantwortet. Ja, dann würde ich sagen, machst du das, dann kann ich ein bisschen Kameraführung machen. Kann ich mich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Das können wir tun. Und ich habe noch nie in der Scorpius hinten gesessen. Auch das wird spannend. So viel Action auf einmal. Sehr viel in die Umkleiden, das stimmt. So, ich denke mal, wir laufen jetzt einmal hin, oder? Ja. Ist ja nicht, was will der Mini-Schnuffi da gerade? Was? Wo? Wie? Mal. Also, Friend Adapt, alles klar. Übrigens, Mini-Schnuffi, wo wir gerade eine Sekunde haben. Du hast mich vor ein paar Tagen im TS angeschrieben und ich habe nicht reagiert. Ich war eingepennt. Nicht böse gemeint. Ja. Das passiert leider häufig bei ihm. Ja, das kommt vor.
Aber auch nicht verwunderlich derzeit. Willi, geh doch ins Bett. Nö, nö, ich bleib noch. 10 Minuten später. To the ASOP Vehicle Retrieval System. Wundern tut's mich nicht. Dann sagen wir vor allem alle, Willi, du bist eingepennt. Willi, Willi. Der reagiert nicht. Und irgendwann so, oh, bin ich eingepennt. Und alle so, ja, Willi, bist du. Vehicle Selection. Stand by. Hangar Nummer 6. Nicht 7, mal was anderes. Ja. Oh, ho, ho. Oh, ich schau mal, dass ich schon mal wieder den richtigen Helm anziehe. Guter Plan. Das ist ein guter Plan. So. Entweder ist das die falsche. Oder nee, der Scorpius Paint ist echt, echt hell. Das ist die falsche. Ich hab kein Scorpius Paint. Sorry, wir müssen nochmal zurück. Ah, okay. Das, was ihr gerade gesehen habt, Leute, könnt ihr am Sonntag gewinnen. Das war nämlich eure Scorpion. Fasziniert. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, nehmen wir doch einfach so lange diese hier. Your vehicle has been delivered to the... Ja, 6. Jetzt die andere. Mal gucken, ob das klappt. Sieht genauso hell aus. Genauso hell. Ich kontrolliere nochmal eben mit meinem Paint, oder habe ich das nicht gesaved? Leute, dafür hättet ihr mich aber hinweisen können. Scorpius. Ich glaube, ich habe das jetzt... ich habe das nicht gesaved. Sorry. Noch einmal hoch. Noch einmal hoch. Okay. Soll ich direkt hier warten? Probiert's mal. Tipp, setze ich niemals auf diese Kiste hier. Welche? Ach, hier steht's einer rum. Kann ich dir gleich zeigen. Hol du mal deinen Paint. Wird dann wahrscheinlich eh wieder Hangar 6. Da steht Javelin Tour. Ja. Okay. Was ist denn das für eine Javelin Tour? Ach, stimmt, die ist hier. Ach, stimmt, die ist ja hier. Stimmt ja. Krass. Lül. Warte mal. Hier. Ja, warte mal. Ah, jetzt habe ich den falschen Aufzug gerufen. Nein, das war doch der richtige. Hui. Stimmt ja. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir nicht unter den Javelin Tour. Nee, warte mal. Jetzt bin ich draußen, jetzt rufe ich mal gerade die andere Dings. Die möchte ich mir jetzt mal gerade angucken. Okay, gut. Dann gucken wir danach. Aber wir müssen theoretisch dann wieder da landen, oder was? Nee, wir können einfach hier hoch. Hatte ich ganz vergessen. Ich arbeite zu viel. Bin ein bisschen durch. Also die Javelin Tour, da kommt man von hier aus hin. Du musst gar nicht erst hoch nach Dingens. Da oben ist der Bengal Flyby. Javelin Tour, die ist hier. Die steht dauerhaft hier? Ich weiß nicht, ob komplett dauerhaft, aber auf jeden Fall ist sie hier. In einem der Docking-Ports. Sie? Okay. Der macht fast mal wahrscheinlich mehr Sinn, das jetzt gerade zu machen, oder? Ach komm. Sorry, dass wir uns oft so umentscheiden, aber ich store die nochmal eben ein, damit nichts passiert. Die gucken wir uns aber gleich auf jeden Fall noch an. So, store. Dankeschön. So. Und jetzt gehen wir in den Aufzug und dann fahren wir da mal bitte einmal Javelin. Ja. So, dann nehme ich jetzt auch mal mein Gamepad. Die Bengal, die kommt oben vorbei. So. Ja, dann machen wir das danach mit der Scorpius. So, du kannst dir ja den UE-Paint für die Scorpius holen. Gibt's denn da einen? Also ich habe jetzt eben noch keinen gesehen. Oder kommt der dann erst am RSI-Tag?
Ja, das sieht erstmal leer aus. Hier ist keine. Gibt es irgendein Schedule oder so? Nee. Schedule? Das hier für eine Organisation. Wäre natürlich schön, wenn es hier so eine Art Schedule gäbe. Wäre vor allem hilfreich und sinnvoll und auch eigentlich absolut notwendig. Ja, auch das. Ja, dann machen wir erst einen Bengelflyboy. Bis wir das rausgekriegt haben. Müssen wir erstmal hoch, ja. Okay. So, dann noch einmal zum Spaceport. So, gucken, ob ich die jetzt nochmal rufen kann. Welcome. Jetzt hast du auch richtigen Paint drauf, oder was? Ich bin mir zu 72% sicher. Vehicle selected. Stand by. Design, das ist die ohne ohne Nummer. Die müsste das sein. So, alles klar. Da bist du. Einmal bitte Hangar 6, danke. Hervorragend. Was? Wenn du mit der Scorpius an der Gemini-Tanks bekommst, dann UI-Paint. Okay. Was? Das ist auf jeden Fall jetzt hier der richtige Paint. Er braucht immer eine Weile, um da einzusteigen. Das ist aber normal. So. Stelle ich mir später im Noteinsatz super vor. Erst braucht der erste 5 Minuten, um einzusteigen und dann. Erlaubnis, musst du anfragen, ne? Dein Schiff. Ja, Roger. So, Power on. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Right. You are clear to launch. Jo. Die hat verdammt starke Engines. Was hatten die für Engines drin? Ja, starke. Weiß nicht. Ich meine, ich habe jetzt mal sämtliche Energie auf die Engines gegeben. Welche Powerplants die drin hat oder was? Mhm. Ich kann die so lange beschleunigen, also den Booster so lange anmachen. Du hast die Regulus, kann das sein? Ja, das kann sein, glaube ich. Ey, dieses Spiel einfach, ne? Jo. Ja, ich hau hier immer das auf den Powerplant, damit ich lange Booster reinhauen kann. Kommst hier schneller hoch. Muss ja auf 150 Kilometer. Ja.
Aber ja, das Orange ist auf jeden Fall noch zu unintensiv. Die Farbe ist mehr so ein Blau und weniger ein Schwarz. Das ist auch nochmal mal. Nice. Ah, die sieht schon geil aus, das Teil. Mhm. Es gibt die Tastenkombination Alt-K. Damit kannst du die Flügel auch nach hinten klappen, ohne das Fahrwerk rauszufahren. Ne? Okay, warte mal. Ja. That gates. Damit muss man in der Atmosphäre eintreten. Das ist dann wirklich wie ein Pfeil. Station PO. Da ist ein Gladiator, da ist Navy, die Hammerhead, eine Hammerhead, warte mal. Eine Lightning, sollen wir mal nah an der Lightning ran? Ja. Da schwebt eine, Leute. Ich könnte übrigens auch im ganz normalen Spielalltag sehen, wenn teilweise die Leute zu sehr aufmucken, dann kommen die auch mit F8, ne, Willi? Ja. Die Navy kann auch mit einer F8 kommen, ja. Ungeil, das Teil wirklich, ja. So, aber hier muss ja auch irgendwo jetzt... Warte mal. Wo haben wir denn? Scorpius, Summerhead, Hurricane, Hammerhead, Lightnings. Bengel ist nicht hier, wie es aussieht. Tingeln die wieder zwischen den Orbitalstationen rum? Denke ja. Oder warte mal, haben wir die vielleicht auf der Karte auch? Oh, das ist eine gute Idee. Nee. Haben wir nicht. Vielleicht sind sie gerade im Jump. Ja, kann sein. Wenn müsste er eigentlich auf PO auch... Oder sind die wieder nur an den drei großen Stationen hier? Ersten, Microtech und Arcorp. Ich habe die Bengel nicht getestet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist ein bisschen Rätselraten jetzt. Wir könnten mal kurz auf PO landen, um mal zu gucken, ob da ein Plan hängt. Weil das war ja früher an den Orbitalstationen. Okay, stellst du eine Anfrage? Ja. Wieso sind wir jetzt explodiert? Weiß nicht. Einfach was? Explodiert. Nein, ich habe auf ich die Funktaste gegen... gedrückt auf dem Joystick, aber ich bin wie du, voll wie du siehst, ich bin gegen nichts gegen geflogen. Nee, ist okay, keine Ahnung. passiert. Oh, immer muss der funken. Ich glaube, ich nutze die Joystick-Taste nicht mehr. Das war halt echt instant. Ich habe die Taste gedrückt und bam. Okay, die Flotte fliegt ebenfalls an PO vorbei. Ja, wissen wir das wenigstens schon mal. Ja. Immerhin. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ah, nee. Er hat Kopfweh. Ich hab Krankenhausbach. Und so. Wo bist du? Auf Krankenhaus? Ja. Jetzt. Okay. Müssen wir das nochmal probieren? Vielleicht ist ja gleich die Javelin. Erstmal umziehen jetzt hier. Ja. So, du komm weg.
Hat einer von euch die Gimini? Weiß nicht, ob es klappt, wenn man den Stinger Paint drauf hat, aber es klappt zumindest, wenn man keinen Paint drauf hat. Sobald man an der Gimini andockt, hat man den UEE Paint. Das wäre echt interessant, ne? Um auszuprobieren. Ich muss mal gucken, ob ich eine Gimini habe. Ich weiß das gar nicht. Er fährt immer wieder vor der Nase weg hier. Entschuldigung. Hm? Hat ein bisschen Angst, weil hier so eine aggressive Krankenliege drin ist im Fahrstuhl. Ja, ich seh's. Das sind ja interessante Infos, die hatte. Wo kriegt man die denn her? Einfach durch Ausprobieren, oder? Die Stinger überhaupt ihren Tank stutzen? Fragen über Fragen. War doch dieser Paint-Bug? Sinus, klär mich bitte auf. Also diese Location ist schon geil, aber... Ach, warte mal, du bist neben mir? Ja. Oh, ich sehe dich wieder gar nicht. Ah. Aber die wird nochmal deutlich geiler, wenn die auch mal richtig Action ist. Also Schiffe landen und abheben, also auch KI-Schiffe und was weiß ich, was das ganze Programm. Ja, das stimmt. Das ist wahr. The next shuttle is approaching the station. Ah, hier der Vogelbärtanzug in dem Grün. Das ist auch echt schick. Muss ja. Ich sagen. Also wenn in dem ja, ich habe ja wirklich alles in Grün. Ich habe die, mein Ursa Rover in Grün. Ich habe einen grünen Skin für die Titan sogar. Ich habe meinen grünen Skin für die Cutty. Ja. Und das grüne Ding hier. Alles gut. Ich finde doch immer die Wettervorsage hier auf dem Terminal so cool, im Sinne von, es ist wolkig, weißt du? So auf Crusader, einem Gasplaneten, Gasriesen. Das ist ein Paint-Bug, okay. Also das angedockte Schiff hat den Paint der Gimini übernommen. Okay, okay. Also das heißt, du kriegst nicht wirklich einen Paint in den Account, sondern du hast halt dann einfach die Scorpius in dem Grün. Weil der einfach das Painting übernimmt von der Gimini, alles klar. Ja, natürlich ein bisschen kacke, dass ich die gar nicht sehe. Aber gut, egal. Ja, warte mal, ich kann mich mal hinsetzen, vielleicht hilft das. Hm? Ich glaube aber nicht, das hat mal geholfen. Sitze und stehe wieder auf? Nee. Ne? Na gut. Das wäre nämlich eigentlich echt eine coole Aktion von CAG, wenn sie so sagen würden. Ja, wenn ihr das so und so macht, kriegt ihr den und den Paint. Weil, dann würden sie damit auch enorm viele Leute dazu bringen, das Fueling zu testen. Oder? Sehe ich das falsch? Nee, absolut. Ui. Also, was wirklich ein bisschen... Ich habe da noch keinen Aufzug. Warte. Bitte? Ich hatte da noch keinen Aufzug. Entschuldigung, ich dachte, du seist bei mir. Nee, ich bin schon weg. Nicht schlimm. Aber ich muss auf dem Aufzug warten. Ich glaube, das gilt nämlich sonst auch wirklich für mich, dass ich dann da durchfalle. Also sie hätten es ein bisschen besser ausschildern können zum Thema Flotte, finde ich, hier unten. Ja. Das stimmt. Das hätten sie machen können. Hätten sie machen können. Ich bin falsch und hier liegt ein Kühler. Was ich nicht schlecht finde. Ja, jetzt gerade so, ne? Bei 29 Grad. Ja, okay. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Naja, zumindest hat mein Charakter jetzt keinen Durst mehr, nachdem wir gestorben sind. Gut gelöst, das Problem, Heli. Gut gelöst. Ja.
Oh, was war das denn? Oh, ich habe einen ganz fiesen Grafikbug. Egal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Alright. Nochmal einmal zur Javeline. Ja, kann man machen. Ich weiß noch nicht. Dann komm du mir am besten nach. Ja, ich nehme noch einmal gerade die Scorpius. So. Dann haben wir auf jeden Fall nachher nochmal. Also ich habe ja theoretisch noch eine zweite gerade. Durch das Giveve. Was ist denn hier mit den Aesop-Terminals? Ich denke, das klappt alles so reibungslos. Geht das Claiming wieder nicht? Nee. Aber das ist ja wieder. Ah, das spinnt im Moment noch rum. Na gut, dann lassen wir es sein. So, was war dein Vorschlag? Erstmal Javeline. Wolltest du ja nochmal hoch, ne? Ja, ja, klar. Nee, wegen irgendwie zuerst oder folgen oder hin oder her. Ach so, dass du zu mir kommst, weil ich sehe dich ja nicht. Okay, bin bei dir drin. Du kannst losfahren. Okay. Die hatte du mit deinen Flüster-PNs. Ich muss aus dem Spiel voraus haben. Dafür verliert ihr auf jeden Fall den Sound. Ich, so flüsterig ist das dann nicht mehr. Auch wenn es echt, echt gut gemeint war und ganz bestimmt ganz coole Hinweise drinstehen, aber das ist nicht ganz so einfach realisierbar. Nix Javeline. Nix Javeline. Sollten wir aber echt mal ein Schedule einbauen, ey. Ist doch kacke. Das ist blöd. Okay, dann, ja, zweiter Versuch. Scorpius und Bengel Carrier Gedöns. Was hatten doch früher immer die Flotte eingeblendet? Das war halt schon sinnvoll. Ja. Zumindest letztes Mal hatten sie das, ja. Ah. Okay, wir fliegen mal hoch nach PO, landen da mal und wir steigen da mal aus. Jo. So sieht's aus. Würde ich sagen, nehmen wir ein anderes Schiff. Mal gucken, ob du dann woanders Games bekommst. Weil okay, was ist denn super, um aus der Atmosphäre rauszukommen? Tatsächlich eine Cutty. Oder aber was, ja, was zügig ist halt, dann kannst du auch eine Hurricane nehmen. Ich weiß, was wir nehmen. Nummer 9. Reclaimer. Reclaimer, ja. Das ist das Schiff, wo du kurz nach dem Abheben Richtung Kern des Planeten fällst. Ja. Hab ich dir den Witz mal erzählt? Why don't you use a reclaimer to leave Orison? Ja. Because it takes ages. Ist ja schön doof. Ja, die 400 EW da wohl war auch nicht schlecht, das stimmt. Was hast du jetzt hier da geholt? Ah, Cutty. The Cutty Steel. Ah. Ja, du machst das schon. Ich habe das Ding nie wieder geflogen. Ich wollte das nochmal ausprobieren. War noch nie drin. Ich habe es boykottiert. Eieiei. Was sind hier denn hier alles für Kinderfahrstühle drin? Geht nicht zu. Ist kaputt. Achso, doch. Gibt es da einen Schalter für, ne? Ich glaube, ich ziehe mir mal gerade noch einen Raumanzug an. Du fliegst, ne? Oder ich was? Ich kann gerne fliegen, ja. Okay. Aber ich muss mir erstmal gerade hier einen Raumanzug anziehen, sonst. Ich bin gleich kaputt. So, dann nehme ich hier noch einen Helm. Und so was hier. Fertig. So. Milchreis aufmachen, Zimt drüber, fertig. Fertig. So. Tieren mit Kalmund. Es ist nicht alles fett, was glänzt. Ach, schön. So, warte mal, ich hatte hier Tasten belegt. Das da?
Morgen zeige ich euch, wie den Fünfjährigen aus dem Bauchklappe wieder rauskriegst. Heute fülle mal den Bodensee mit Fett und frittieren den Fisch. So, ich drücke jetzt nochmal die Taste, wo wir eben explodiert sind. Ich bin nicht schuld. Ich sage es nur. Doch, bist du, aber mach ruhig. You are clear to know. Gut, war nicht meine Taste eben. So, und du sagst, das kann was, das Fliebertüt hier. Musst du einmal F6 hier drückt, Alter, gleich, wenn wir raus sind. Dann hast du volle Power auf der Engines und dann geht das schon ganz gut ab. Kann ich auch vorher machen. Kannst du auch. F6 gedrückt halten? Das geht nicht. Das ist kaputt. Auf geht's! In ferne Welten! F6. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Thank you. Ist das kaputt? F6, bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Geht nicht. Wir können das höchstens manuell machen. Ich drehe da mal manuell am Rad. Was waren denn die Triebwerke? Da unten, das, ne? Das untere, oder? Kann ich ja nicht verstellen. Geht nicht. Ist kaputt. Bei F6 passiert bei dir gar nichts, oder was? Nee, ich kann das Ding aber auch nicht mit der Maus verstellen. Ich nehme an, vielleicht, weil du hinten drin sitzt, kannst du das noch? Ja, das kann sein. Warte mal, ich steig mal aus eher. Weil das kam vor, dass sie rumgespackt hat, wenn jemand hinten drin saß. Versuch jetzt nochmal. Jo, jetzt haut. Versuch hier mal was, warte mal. Ja, mach das mal, Jung. Wie hoch mussten wir kommen? 150 Kilometer. Wow. Wow, wow, wow. Was passiert denn jetzt? Nix, bin nur hingefallen, irgendwelche Fliehkräfte und so und ja, fast. Mein Fliegertüt hat gebremst. Warum das denn? Vielleicht, weil ich die Tür geöffnet und eine Kanone ausgefahren habe. Ja. Das könnte ich aus. Oder da wirft die direkt den Anker, oder was ist der Plan? Vor allem mein Fliegertüt. Robby, Tobi und das Fliegertüt. Wir könnten eigentlich. Obwohl, nee, macht keinen Sinn. Ja, so 110. Eigene Leiche looten macht keinen Sinn, ich habe keinen Rucksack dabei. Eigene Leiche looten? Alter, du stehst auf Sachen. Ja. Ja. Ne? Weltknuddeltag. Für euch Nekros heißt das erst buddeln, dann knuddeln. Alter. Ja, Tobi Wahn, genau. Sitzt du oder stehst du? Ich stehe. Immer noch? Ja, aber er lehnt sich dagegen. Immer noch? Ja, Ibims starker Typ. Ibims Einstein in der Brandung. was? Warte mal, wieso kann ich... was war das denn jetzt? Das war echt verwirrt. Ich habe eigentlich jetzt, wenn ich hier einfach nur stehe, zweimal F4, ne? Ja. Außenansicht um die Person drumherum. Und vorhin war das zweite F4 einfach Außenansicht des Schiffes dann. Oh. Ah, nochmal. Es gibt jetzt eine dritte Außenansicht. Ja, cool, jo. Ja, das ist aber echt cool. Also die normalen beiden habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann nochmal F4, dann hast du die Außenansicht des Schiffes, auch wenn du drin stehst. Ach, das ist ja nice.
gab mal ein Bild, das ist ewig her, bestimmt Alpha 2.0 oder 2.1 oder so. Da hatte die Cutty im Arena Commander noch drehbare Triebwerke. Ey. Und da hatte die einen Afterburner-Strahl, der war viermal, fünfmal so lang wie das Schiff selbst. Das war crazy. Ich habe mir ganz cool vor. Ja. Da wurde ich fast zum Drake-Fan. So, 152. Wir können los. Ja, dann kannst du springen. Bruder muss los. Ela. Ela ist schlecht. Was ist denn hier unser... M1? Bocht. Alles ab. Los. Jetzt liegt er hier. Aha. Das ist unsere Leiche tatsächlich. Wieder. Ist ja so. Mal gucken, ob Boot Uli seine generelle Selbstzerstörung bei Landeanfrage eingebaut hat. Auch lachst du. Ich drücke Landeanfrage. Und funktioniert? Ning Bay. Ich habe lustige Bugs gerade. Aua. Was ist da für Geräusche hin? Ich lauf hier halt rum, ne? Oh, Hilfe. So, Touchdown. Engines. Hervorragend, hervorragend. Wir sind da, wir können aussteigen. Also ich glaube, ich gehe mal eben meine Rüstung wechseln. Da liegt noch meine Leiche rum da oben. Fliegt hier vorne. Mal. Das halt. Hui. Da. Crazy. Okay, das will ich nur mal sehen. Ich habe noch nie meine eigene Leiche gelootet. Mal gucken, ob ich überhaupt zu der richtigen fliege, weil wir werden ja beide angezeigt. Keine Ahnung, welche meine ist. Ja. Hatte ich denn überhaupt an? Ach, die Aslan. Ja, ich habe auch, aber du hattest ein Medic-Tool dabei. Ah, das hier ist deiner. Okay, dann ist das da oben meiner. Ja gut, ich kann damit aber auch nicht das Geringste machen. Ich kann nicht looten, nicht Turnover, nicht Equip, nicht Store, nicht Grab. Irgendjemand hat mir schon meinen Helm geklaut. Was? Ehrlich? Ja, also ich habe keinen Helm hier auf. Falling Monkeys. Was machen Sachen? Wir machen Sachen hier im Dings. Loot, Turnover. Turnover? Einmal rumdrehen in Schwerelosigkeit. Bringt nichts. Aber stimmt schick. Ich könnte hier looten, theoretisch. Einmal. Oh, ja, mein Typ ist so halb am Verrecken. Ja. Schau mir in die Augen. Spider-Man-Kuss. So, alles klar. Ja, dann. Ich hab mein Zeugs wieder. Legen wir mal da runter. Ja, ich auch. Außer meinen Helm, der ist Fujikato. Noch auch den habe ich, aber ich habe nur noch 15% Leben dadurch jetzt. Weil ich intelligent ich bin, nicht bedacht habe, dass es Konsequenzen hat, wenn man im All seinen Helm auszieht. Wahnsinn. Wahnsinn.
Und jetzt hechelt er sich hier ein kaputt. Moment. Soll ich dich mal healen? Was sagst du? Ob ich dich healen soll? Ja, warte, das kannst du gleich mal machen. Ich schieß dich mal aus dem Himmel mit dem Healing-Tool. Hm, geht noch nicht. Hat er keine 70 Meter Reichweite? Was soll das denn? Ja, du bist gleich tot. Ich weiß nicht, ob du das heilen kannst. Ging nicht, ne? Weil das ist ja halt Verlust durch Sauerstoff, ne? Also hier. Nicht heilen, warte mal. Bleib mal stehen. Ah. Was geben wir dir denn mal? Nein. Out of Range. Vielleicht näher ran. Ja, also out of Range bist du nicht. Ich glaube, ich muss das... Doch, bestimmt hier in der Lunge. Lunge ist doch kaputt, oder nicht? Kann ich doch hier die Lunge heilen? Ich habe keine physikalischen Schäden. Ich glaube, das ist nur dafür da. Willi, lass das mal andere beurteilen. Ja, komm. Dann gehen wir. Ich kann jetzt gerade nichts tun. Vor allem, lass das mal andere beurteilen. Arsch, ey. So. Wieder ein Abhecheln ist. Hörst du das auch? Nee. Ich kann dir aber mal so ein Tool hier hinlegen, wenn du willst. Ja, hier vorne gibt es ja welche. Achso. Okay. Dann peppel du dich mal auf. Ich suche mal irgendwelche Anzeigetafelchen. Mach das. Hallo, Entschuldigung. Wissen Sie, wann der Bengel am Dasein ist? Hallo? Take-up? Pick-up? Delivery? Will ich alles nicht. Hier hängt ein NPC bei mir mit dem Kopf in einem Dach. Also, ich dachte einer, der ansagt, was abgeht. Ja, take your time and have a look hier, voll am krepieren, weißt du? Und die erzählt mir... und die tellt mir hier, ich soll mal mein Time taken. Ach Mann, wie ich dieses Spiel liebe. Und hast du gerade es wieder lieber angesagt. Ja, das kann ich verstehen. Vor allem Monkeys. Geht uns allen so, wir haben alle mal Ups and Downs. Aber alles in allem wissen wir doch, warum wir hier bleiben. Oh, jetzt keine Schäden. Was ist? Bist du wieder heile? Ja, ist wieder heile. Hervorragend. Voll gut. Schlechte Nachricht ist, hier hängen keine Tableaus. Also. Ja. There's something I can help you with. Ja, du kannst mir sagen, wann die scheiß Slot hier ankommt, du Blödmannsgehilfe. Mann, der endet hier. Nee, aber das ist echt besser mit, wie es war halt, ne? Mit Schedules und so. Ja, das kann doch nicht sein, dass die das nicht hier, Jetzt sollen wir hier einfach randommäßig warten. 4 Stunden, oder was? Ich schaue mal im Spektrum, ob es da zumindest vielleicht irgendwas gibt, aber glaube ich kaum. Ich würde fast schätzen, dass es schon irgendjemand der Zuschauer gesehen oder gesagt hätte, wenn... Man wüsste, wie das da ist mit dem Bengal-Trägeritis. Hi. Let me know if there's anything I can help you with. Park hier gerade mal nach. Es ist normal, dass die Dolanski-Plattform zerstört ist und überall Leichen liegen. Ja, wahrscheinlich hängt das mit dem Event zusammen, was da abgeht. Ja, das ist
du schon richtig. Sieht nicht so aus, als ob ich jemand irgendwas wegen dem Schedule wüsste. Nein. Ja, sollen wir einfach mal die Dinger abfliegen? Hilft ja dann doch nichts irgendwie, oder? Die Hauptstation, meinst du? Ja. Ja, können wir machen. Ja, 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 ja. Wieder voll geheilt, ne? Ja, 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 ja. Voll fit und so, ey. Ohne Schedule ist das aber echt scheiße. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Aber wir akzeptieren die Challenge. An Bord? Yep. Alright. So, dann. Ich spiel mal in der Turm. Engines. Ich mag die Karte immer noch. Wird immer so mein kleines Schiffchen bleiben. Ja. Wenn nicht unbedingt die Variante hier ist, dann bin ich da auch bei dir. Oh, ich habe Lotto gewonnen. Krieg ich gerade eine Mail. Ja, dann. Ihr gewinnt 5 Euronen. Oh. Du kannst ja schon mal Legatus Pack in den Einkaufswagen legen. Ist ja dann praktisch schon gekauft. Ich finde auch die Außenbemalung komisch von der Stil. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Verkokelte, wenn man bei Broken Moon, bei der Arena Commander Map Broken Moon durch den Strahl geflogen ist. Ja. Dem Terraformer. Merkwürzig. Merkwürzig. Wüsste echt mal gern, warum meine Alerts nicht mit angegangen sind bei dem letzten Mal, wo wir den Stream gestartet haben. Das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Eieiei, ich muss hier an den Turm, da muss ich mich nochmal so ein bisschen dran gewöhnen, wie man den nochmal korrekt einstellt und alles. Du machst Staggered Mode an und Gyro und drückst einmal Q. Dann bist du fertig. Ja, nur wie das nochmal geht mit dem. Warte mal. Also die, ich meine. Shortcuts dafür. Ja. Aber witzig, habe ich jetzt nur durch einen Kumpel zum ersten Mal seit, glaube ich, 20 Jahren mal eine Reihe Lotto getippt. Mit 2-3 Euro oder was? Ich habe direkt mal irgendwas richtig um 5 Euro gewonnen. Zumindest Kosten wieder drin, das ist doch nicht schlecht. Super. Jetzt think big. Ja, absolut. Wenn du das Gleiche jetzt investierst mit 5.000 Euro, dann bist du sehr schnell pleite. Ja.
Wir sind gleich schon da. Ist relativ flink, Gott sei Dank. Was es irgendwie auch gar nicht mehr gibt, ist, dass rausgezogen werden. Nee, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Das ist lustig, dass ich hinter mir höre, wie du auf dem Boden rumstapfst. Also irgendwas Komisches haben sie gemacht mit den Außenansichten. Wenn ich mich aufs Bett sitze und dann F4 drücke, dann habe ich nur noch die Schiffsaußenansicht. Ist ja nicht schlecht, aber nicht von mir selber halt. So, du scannst dann immer, ne? Wenn ich immer in den Pilotensitz komme. Also nicht Pilotensitz, so. Außerdem ist bei dir dann eingeschränkt die Steuerung verfügbar, wenn ich oben drin sitze. Ich gehe mal wieder raus aus dem Pilotensitz. Hier ist nicht. Wir fliegen weiter. Hardcorp oder Microtech? Du bist jetzt die Glücksfee mit deinem Lottozahlen. Microtech. Mikrotech, ja, ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt funktioniert. Meinst du, dass die ausgemacht haben, wegen der Problemchen? Nee, ich meine, ich weiß einfach nicht, ob die nicht nur bei PO ist oder auftaucht. So. Das ist ja ein Flyby. Ach so, meinst du als Flyby? Ja, stimmt, früher ist ja die Javelin immer gecircelt, ne? Ja. Und die, sagst du, die ist jetzt... Ja, die kann ja jetzt auch nicht immer nur da sein. Die ist ja da angedockt, wenn denn dann, aber... Also ja, aber in Orison, meine ich. Und wenn nicht in Orison, wo ist er dann angedockt? Gar nicht. Ja, aber warum sollen die dann wegfliegen? Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Warte mal, der Bio ist gerade da. Moment. Sag dir mal, dass wir hier jetzt sofort eine Ansage brauchen. Flott. Bitte. Ich frag ihn gerade, ja. Ich check mal ganz kurz, wie welche Temperatur ich da draußen habe. 19 Grad, Alter, und ich sitze hier bei 28. Ich mach mal kurz Fenster auf. Ja, mach das. Alles klar.
So, da bin ich wieder. Also, es gibt wohl diese diverse Zeichen auf Orison, sagen sie. Wann, wo, was? Zeichen auf Orison. Müssen wir jetzt aus den Sternen lesen, oder was? Ich habe da auch nicht. Also, in Orison wird es wohl gesagt, gezeigt irgendwo. Da haben wir irgendwelche Hinweise nicht gesehen. Das heißt, hieß ja also, die Javelin ist wirklich nur bei Orison. Vermutlich, ja. So, dann gucken wir jetzt nochmal gerade hier. Wenn hier auch nichts ist, fliegen wir wieder nach Hause. Ja. Das ist so weird, wenn du da hinten rumtrappst. Ach, geht nicht. Ich meine, Portressler. Da muss ich jetzt ja irgendwie einen Punkt suchen, wo ich rumfliegen kann. Bin ich auch doof, dass der das manchmal nicht kalkuliert mit um den Planeten rum. Weißt du? Ja. Ja, wir brauchen die neues. Warte mal, der Bayer schreibt mir gerade. Moment. Nee, es ist nicht nur auf unserer. Er schreibt mir gerade, ob was auf der Star Map ist. Und wenn nicht, dann ist der Server wahrscheinlich im Arsch. Ah. Ja, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, ne? Calls are linked to those. One breaks, they both do. Okay. Ah, alles klar. Alles klar, okay. Gut, wir bräuchten einen neuen Server. Echt? Mhm. Das ist ja schlecht. Ja, weil wir jetzt gerade bis hier geflogen sind, gucke ich jetzt hier nochmal gerade. Ja. Los. Ich habe gerade die Star-Map angemacht und zack, wirft er mich über den Haufen hier wegen der Schwerkraft und schwupp wieder zu. Da? UE Navy? Anvil Hurricane. Da haben wir eine Hammerhead. Da haben wir ein... Hello, and thank you for contacting EDL Landing Assist. Vanguard 1. F8 Lightning. Aber nichts Großes hier. Nichts Großes. Ja, also M. Hammerhead. Okidokis. Ja, pass auf, ich würde aber dann tatsächlich für heute mal einen Cut machen. Ja, ich auch. Weil ich habe jetzt 4 Stunden und ich muss echt mal was futtern und es ist immer noch wahnsinnig warm hier drin. Aber ja. Sonntagabend, liebe Freunde, sehen wir uns ja wieder. Wir haben noch genügend Sachen zu erkunden. Wir haben noch das mit den Plattformen offen, was ich auf jeden Fall auch nochmal machen möchte. Wir haben noch hier die Flotte zu begutachten. Die Javelin Tour haben wir noch offen. Also da ist noch genügend Potenzial, um es neben der Messe genießen zu können. Sonntagabend müsste es dann weitergehen mit Aegis Dynamics. Ist das richtig? Yep, ich glaube schon. Warte mal, ich schaue noch mal kurz auf den Schedule. Ja, guck gerade nach. Ich war jetzt hier so ein bisschen, entschuldige, mit in den Chat hier mit Bio vertieft, weil damit wir hoffentlich das Ding noch finden. Ich meine aber, ja, Sekunde mal. Ja. May 21, da Event Schedule. So, morgen ist. Na, morgen ja, morgen ist erstmal noch Anvil, genau, und übermorgen ist dann Aegis, ja. Mhm. Ja. Okay, Aegis. Wunderbar, dann passt das auch. Ich lasse noch mal ganz kurz schauen,
ob wir... noch jemanden online haben. Psychshot. Der ist gerade mit Flexi und Karolinger auf der ILW. Und ich denke, ich würde euch da rüber schicken, Leute. Dass ihr da noch ein bisschen weitere ILW-Action kriegt. Das heißt, wir raiden da nochmal eben rüber. Und ja, ich würde mich für heute mal bei euch bedanken. Ich hoffe, ihr schaltet Sonntagabend wieder ein. Wie gesagt, dann mit großem Giveaway. Die RSI Scorpius könnt ihr dann gewinnen. Ja, und dann sehen wir uns, wie gesagt, Sonntagabend 18 Uhr hier auf dem Channel wieder. Vielen, vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wegtreten.